dann darf ich als erstes mal die Vark und die San aus Herzlichste begrüßen, jede Menge Zuhörer. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt an, ohne viel Umschweife, oder? Hat jemand was dagegen? Nein, anfangen. Das ist kein Widerspruch. Wer könnte mit auf, Vark nimmt schon auf, hervorragend. Wenn jemand sich noch bereit erklären könnte für eine Sicherheitsaufnahme, das wäre super. Ansonsten würden wir uns komplett auf Vark verlassen. Der Elder, wunderbar, danke sehr. Ja, sehr schön. Dann haben wir uns vorab darauf geeinigt, dass ich die Sitzungsleitung heute Abend mache. Ich darf euch also ganz herzlich begrüßen um 20.32 Uhr zur Sitzung des LAFO-Landesvorstands NRW am heutigen Christi Himmelfahrt, Vatertag. Und ich kann zumindest für meinen Teil mal sagen, ich bin nüchtern und zwar komplett nüchtern, stocknüchtern und natürlich auch ernüchtert. Und da werde ich wahrscheinlich nicht der Einzige sein. Anwesend sind der Basti, anwesend ist der Elder, alle anderen sind nicht anwesend, damit sind wir im Augenblick nicht beschlussfähig. Michel hat sich entschuldigt, der kommt möglicherweise später, Daniel wusste es noch nicht, von den beiden anderen fehlt im Augenblick sämtliche Nachricht. Wir werden nichtsdestotrotz die Sitzung so weit machen, wie sie möglich ist. Möglicherweise hat das auch Auswirkungen auf Beschlüsse, das hat ganz sicher Auswirkungen auf Beschlüsse, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Das wäre es erstmal soweit von mir. Ich hatte noch was, ich wollte nämlich, dem Andreas Halle in Kiel vom LAFO NRW auf diesem Wege die besten Grüße, die besten Glückwünsche übersenden. Er hat es immerhin geschafft, in Kiel und damit in Schleswig-Holstein unser einziges Kommunalmandat zu holen. Er ist demnächst dann Ratsherr im Stadtrat Kiel. Fangen was Vernünftiges damit an. Viel Erfolg, viel Glück und herzlichen Glückwunsch, zumindest von hier. So, dann hauen wir auch direkt rein. Anwesen habe ich genannt, Abwesen habe ich genannt. Der Vorstand ist im Augenblick noch nicht beschlussfähig. Damit können wir das Protokoll vom letzten Mal auch nicht beschließen und kommen direkt zu den Berichten der anwesenden Vorstandsmitglieder. Elder, bitteschön. Ja, hallo. Also ich habe in den letzten zwei Wochen ein bisschen was gemacht und leider nicht sehr viel, da ich selbst auch ein bisschen privat und auch beruflich beschäftigt war. Einiges ist aber trotzdem noch dazugekommen. Unter anderem einmal zuletzt jetzt der Besuch des Stammtisches in Solingen. Sehr nette Leute dort getroffen, sehr nett unterhalten. Auch Solingen selbst ist auch eine Reise wert, einfach mal da vorbeizugehen. Die könnten jetzt auch einiges an Hilfe gebrauchen, zumal die dort auch kommunalpolitisch auch ein bisschen was da zu tun haben. Ich war auch auf dem Infostand am 1. Mai in Recklinghausen. Das ist der Recklinghäuser Pflichttermin, den wir immer wieder haben. Ein Großkampftag durch ein großes Kulturfest, was in Recklinghausen immer jedes Jahr stattfindet. Jede Menge Ballons, die dort geknotet werden müssen, jede Menge Sticker verteilt werden müssen, jede Menge Kondome verteilt werden, die sind da immer wieder der Renner, genauso wie auch unsere Hanftütchen, die wir da immer mit verteilen, um halt ein bisschen auf unsere Drogenpolitik aufmerksam zu machen. Sehr, sehr viele, sehr nette Gespräche. Auch das empfehle ich auch jedes Jahr aufs Neue, da mal vorbeizukommen. Dazu habe ich auch noch ein Koordinationstreffen jetzt gehabt für eine Aktion, Recklinghausen ist Grund, nennt sich das. Und zwar da ist am 20. Mai wohl eine Demo einer besorgten Mütter, Väter, Kinder, Sachen irgendwie kommen soll. Gibt es da jetzt auch noch ein buntes Gegengewinn. Und zwar nennt sich das dann der Kreativmarkt zu Recklinghausen ist Bund. Dort sollen halt auch viele Sachen stattfinden, viele Aktionen stattfinden, die dann halt auch mal zeigen, wie bunt tatsächlich auch Recklinghausen ist. Das Ganze wird natürlich auch von uns Piraten vor Ort auch begleitet. Die beiden letzten Team-PolGF-Sitzungen konnte ich leider nicht besuchen, weil ich genau an den beiden Terminen jeweils doch nochmal sehr beschäftigt war. Am 1. Mai war eben der große Infostand, danach ging es einfach nicht mehr. Am Dienstag diese Woche war ich ja dann noch in Solingen, das hat dann auch nicht mehr ganz hingehauen. Da entschuldige ich mich auch noch für, dass ich das leider nicht machen konnte. Aber ich habe trotzdem etwas mitgebracht, das ist dann halt und noch mein Sonstiges. Oder auch eine Kleinigkeit, ich habe einen Briefkasten für die Landesgeschäftsstelle besorgt. Die konnte ich aber leider noch nicht anbringen. Arbeite dran, dass das vielleicht noch passiert. Mal sehen.
Jo, okay. Ja, Elder, vielen Dank. Deswegen heißt du ja auch ab jetzt bei uns Mr. Postman. Ja, dann wäre ich auch schon in der Reihe dran. In der Tat, das könnte auch länger sein. Beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen mehr. Ich war bei der LAFO-Sprechstunde in der vergangenen Woche. Wir haben wieder sehr interessante, sehr angeregte Diskussionen geführt über aktuelle Themen, vor allen Dingen innerhalb der Piratenpartei, also pirateninterne Themen. Diejenigen, die dabei waren, wissen, wovon ich spreche. Es hat sich gelohnt, seid beim nächsten Mal dabei. Es ist eins der Foren, wo man wirklich noch offen und frei diskutieren und sprechen kann. Ein paar Tickets logischerweise, die mit verschiedenen Dingen was zu tun haben und geheim Schatzi-Admin-Kram, der so geheim ist, dass ich ihn hier in der Öffentlichkeit natürlich nicht erläutern kann, aber ihr könnt euch da auf uns und auf die Schatzmeisterei verlassen. Dankeschön und das wäre es von mir und der Bastian. Ja, dankeschön. In gewohnter Manier mache ich erstmal Werbung für den AK-Innenpolitik, der, glaube ich, nächste Woche Donnerstag wieder tagt. Wir arbeiten da ein paar richtig coolen Dingern. Wir vergleichen die Polizeigesetze der Länder und wollen das festhalten für die Nachwelt. Dann habe ich eine Evaluation von Austritten und Eintritten. Oh, Eintritten muss ich hinschreiben. Das heißt, ich schreibe Leute, die austreten wollen oder Probleme haben oder die eintreten wollen, an und frage, warum, wieso und wie ich helfen kann. Dann war ich am Stammtisch Olpe. Dann thematische Antworten an interessierte Menschen. Das heißt, Menschen hatten Fragen zu unseren Themen und ich habe die beantwortet und eingeladen, in dem neuen Forum der Piratenpartei mitzudiskutieren. Dann ein paar Orga-Dingens gemacht. Ich weiß gar nicht, ich hatte es gerade noch im Kopf, ich habe es vergessen. Das war so, wo Leute sagen, wo sie sich melden müssen. Ich war in der LAFO-Sprechstunde und möchte darauf aufmerksam machen, dass die Piratenpartei in Siegen bald ein How-to-Piratenpartei-Event veranstalten will. Wer dabei Interesse hat, das heißt, wie funktioniert Wiki, wie funktionieren Mailinglisten und so weiter, der soll sich einfach bei mir melden. Danke, das war's. Ja, das klingt ja sehr interessant. Vielen Dank, Bastian. So, Fragen bezüglich der Berichte an den Vorstand? Bitte sehr. Die Vaku. Ist okay, guckst du den Film weiter? Mach sicher. Vaku, bitte. Ja, keine Frage, sondern eine Botschaft von Stahlrabe, dem ich ja immer das Pad schicke, damit er die Zahlen da einträgt, bezüglich des Briefkastens. Ich lese das mal vor. Nur ein Hinweis, wenn ihr einen neuen Briefkasten montiert, seht zu, dass ihr die Steine in der Fassade nicht anbohrt. Das mögen die wohl nicht so gerne. Das war's schon. Ja, vielen Dank, Vaku. Vielen Dank auch an den Stahlraben auf diesem Wege. Vielen Dank für die Arbeit, die Stahlrabe nach wie vor mit uns zusammen macht in seiner Beauftragung. Einer der verlässlichsten, einer der besten Piraten immer noch nach wie vor. Ich darf bei der Gelegenheit auch den Michel begrüßen, der dann mit einiger Verspätung eingetroffen ist, aber nichtsdestotrotz trotzdem da ist. Das freut mich sehr und das freut uns sehr, weil wir damit mit einem Mal auch beschlussfähig sind. Hallo Michel. Ja, Tag. Wir haben gerade die Tätigkeitsberichte fertig gemacht. Möchtest du deinen noch nachtragen? Nein, ich habe nichts gemacht. Gut, das ist zumindest mal eine klare Ansage. Weitere Fragen an die Vorstände sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den Statistiken. Die sind im Pad ersichtlich. Ich spare mir das wie immer, die vorzulesen. Bei Bedarf und bei Interesse können die nachgelesen werden. Ich springe direkt zu dem Punkt Termine. Da haben wir am 12.05., das ist übermorgen, den Global Mariana Marsch in Münster und in Dortmund. Wenn Fragen diesbezüglich sind, dann bin ich sicher fest davon überzeugt, dass der Gute bestenfalls ansprechbar ist und auch gerne Rede und Antwort steht. Wir haben am 11.05. morgen diverse Dome-Talks von Mehr Demokratie NRW. Bitte da den Link anklicken für genaue Termine und Orte. Wir haben 9.06. bis 10.06. den BPT-Bundesparteitag und Ausstellungsversammlung EU in Sömmer da. Das ist in knapp 4 Wochen. Bitte, wie sagt man so schön, den Termin festhalten und den Termin bitte im Terminkalender vermerken. Seid bitte da, es wird spannend und es wird lustig und es wird gut. Dann 23.06., 25.08., 24.11. ist noch ein bisschen hin, die jeweiligen Programmkonferenzen Marina in Kassel.
Für den LAVO, für den LV NRW haben wir Anfang oder vielmehr Mitte September geplant, den Landesparteitag in Kerpen, 14.09. bis 16.09. Auch das wird bestimmt spannend und bitte auch da schon mal den Termin fest eintragen. So, dann haben wir die Wiedervorlage der letzten Sitzungen, diverse Sachen von Elder. Elder, möchtest du, kannst du was dazu sagen? Da gibt es aktuell keine Änderungen zu. Also es, bei seinen Beauftragungen hat sich nichts getan. An den Kreisverbänden weiß ich jetzt im Moment noch nicht, ob sich da noch was getan hat. Da habe ich keine Meldung erhalten für irgendwelche Änderungen. Und kommunalpiraten.de, der kriegt von mir Tweets oder Direktnachrichten, wenn halt sich da irgendwas ändert. Und das ist bisher in Nordrhein-Westfalen, auch in den letzten 2 Wochen, hat sich da nichts geändert. Alles klar, vielen Dank. Dann haben wir, Wunder auf Wunder, das Protokoll vom letzten Mal, das wir jetzt tatsächlich auch beschließen könnten, da wir beschlussfähig sind. Ich frage einfach mal, gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist das einstimmig angenommen. Vielen Dank dafür. Wiedervorlage, Beauftragung Daniel, der ist heute nicht da, deswegen überspringen wir diesen Punkt auch und kommen direkt zum ersten Antrag. Da geht es um ein Budget für eine neue Popcornmaschine. Das ist Ticketnummer oder Antragsnummer 280570. Antragsteller ist der Uwe, Unterstützer ist der Elder. Gibt es zu dem Antrag was zu sagen, respektive ist jemand da, der da vielleicht etwas erläutern möchte? Also zur Not kann ich das gleich machen. Ja, da sonst keiner da ist, trifft es dich, ne? Ja, gut, dann erkläre ich das mal kurz. Und zwar am letzten 1. Mai, ich habe es ja gerade nochmal gesagt, hatten wir immer unser tolles Kulturfest. Und genau da ist leider unsere letzte Popcornmaschine, die wir uns vor einigen Jahren angeschafft haben, da komplett zu Bruch gegangen. Und so weit, dass die gar nicht mehr reparabel ist. Das hat der Uwe bisher immer ganz gut hinbekommen. Da haben wir dann halt noch vor Ort quasi beschlossen, uns eine neue zulegen. Gerade weil diese Popcornmaschine auch sehr, sehr schnell für Gesprächsstoff sorgt. Kann, schon alleine, weil wir den Leuten auch etwas in die Hand drücken können. Ganz gerne genommen, das war auch eine Idee, die wir uns vor 2 Jahren irgendwie da mal gewonnen haben, ist das bedingungslose Grundpopcorn, so nennen wir das jetzt da mal. Das hat quasi immer schon mit dazu geführt, dass wir dann tatsächlich mal mit Popcorn in der Hand auch schon über das BGE reden konnten, was natürlich dann auch wir gerne dann auch zu anderen Punkten der Partei geführt hat. Ja, Popcorn ist gern gesehen. Die Maschine gilt wie auch alle anderen Gerätschaften, die sich der VKV Recklinghausen zugelegt hat, auch in der Vergangenheit. Die können natürlich von umliegenden VKV und KV und sonst was allem auch weiterhin ausgeliehen werden, beziehungsweise auch unsere Popcornmaschine war ja auch schon bei etlichen LPTs ja schon da gewesen und hat da auch schon für Popcorn mitgesorgt. Das gilt natürlich dann auch für das neue Gerät. Und ich würde da gerne um Zustimmung werben. Danke. Elder, vielen Dank. Gibt es Fragen zu diesem Antrag? Ich sehe im Sprechenraum die Sami. Sami, bitte sehr. Ja, schönen guten Abend euch allen. Ich stelle fest, wir sorgen von alleine für so viel Popcorn, dass ich mich frage, wozu wir noch eine Maschine brauchen. Und wenn das von unserem sehr, sehr knappen und elenden Budget ist, dann würde ich fragen, muss es sein? Ansonsten macht, was ihr wollt. Ja, vielen Dank, Sammy, für die Frage. Elder. Ja, gerne. Also ich sehe ja darin schon wirklich einen Mehrwert, weil eben das Gerät wirklich für wirklich sehr, sehr viel Gesprächsstoff sorgen kann. Und ich sehe das eben auch deutlicher. Also ich meine, ich finde so eine Tüte Popcorn mit schon Infomaterial drin, das stecken wir ja immer mit dabei oder auch ein Sticker da drauf, wo da wirklich auch schon drauf steht, also zumindest die Sticker, die wir schon mal selber mal gemacht haben, mit was würdest du kochen, wenn für dein Popcorn schon gesorgt wäre. Den Zusammenhang mit Popcorn, wie wir es unter uns Piraten quasi kennen, oder dem Popcorn, den man wirklich im Kino futtern kann, ich glaube, den Unterschied ist dann schon deutlich, wenn man halt wirklich mit den Leuten vor Ort redet. Klar, produziert wird einiges an Popcorn produziert, aber ich persönlich sehe jetzt keinen Grund, weswegen man das deswegen ablehnen müsste. Aber danke für die Anregung, Sam. Wie viel Kilo verbraucht ihr da so pro Infostand? Oh,
da muss man eher wirklich einen besser eher fragen, der weiß ja eher drüber Bescheid. Aber wir haben da wirklich, also da geht einiges weg. Also der an dem, an so was wie dem 1. Mai sind dann gut schon mal 300, 400 Tütchen gehen da schon weg. Das sind dann Flaue. Ich glaube, das sind 6, 7 Kilo reiner mehr, sogar mehr, deutlich mehr. Müssen wir nachschauen. Aber Popcorn-Mais-Sachen, das ist dann auch immer jeweils, die beantragen wir immer separat ja nochmal dazu. Ah, da kommen also Folgekosten. Sami, Nachfrage? Ja, bitte. Bitte sehr. Ich will sonst euch nicht auf den Keks gehen, aber mir ist heute danach. Ja, was denn jetzt? Ja, ich gehe euch auf den Keks, okay. Ich denke, ganz im Ernst, es wäre schön, wenn wir Geld ausgeben würden für politische Aktionen, ob das jetzt Postkarten sind oder sonst irgendwas oder auch eine andere Unternehmung, wo wir mit auffallen, ohne dass es Popcorn erfordert, wenn ihr versteht, was ich meine. Das wäre mir lieber und wichtiger. Und da würde ich auch lieber Geld für ausgeben, weil es nämlich sonst an allen Ecken und Enden heißt, dafür haben wir kein Geld. Ja, vielen Dank, Sami. Meinung aus dem Vorstand diesbezüglich? Der Michel, bitte sehr, Michel. Polemik haben wir gleich noch genug. Können wir das jetzt bitte weglassen? Das ist ein Antrag aus dem VKV-Budget. Die haben genug Geld, die wollen das kaufen. Können wir dem bitte zustimmen? Das hätte im Umlauf abgestimmt werden müssen. Schade, dass sich keiner daran beteiligt hat. Vielen Dank, Michel. Weitere Wortmeldungen? Sami, weitere Nachfrage? Oder Erwiderung? Ich bin aus Versehen noch drin sitzen geblieben. Nein, ist alles in Ordnung und Michelle hat recht. Sorry. Vielen Dank. So, wenn es sonst weiter keine Äußerungen dazu gibt, keine Wortmeldungen, dann würde ich das dann auch eben entsprechend abstimmen wollen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Dann ist das einstimmig. Dankeschön. Ja, danke. Ja, kurz und schmerzlos geht das manchmal so. Und dann haben wir schon den nächsten Antrag vom Typ Sonstiges. 282241 Bundespresse. Antragsteller ist die WAKO. Ich habe die WAKO vorhin auch schon gesehen, sehe sie auch immer noch. WAKO, möchtest du deinen Antrag ein wenig erläutern oder soll ich ihn vorlesen? Ich weiß nicht, bitte schön. Ob man den jetzt noch vorlesen muss. Ich glaube, der ist schon ziemlich, hat schon ziemlich prominent die Runde gemacht. Zum Hintergrund, ich verfolge eigentlich das, was in der Bundespresse läuft, also die Redaktionskonferenzen und so weiter, jetzt so seit Ende des Jahres. Und seit dem Weggang von Pascal hat dieser Workflow, den sich das vorherige Team erarbeitet hatte, noch unter Paki damals und in MetaMost. Da kam es dann immer wieder zum Stocken, weil nicht mehr die Leute da waren, um das dann online zu stellen, beziehungsweise einigen Leuten auch die WordPress, der Zugang gelöscht worden ist. Zum Schluss war also nur noch unsere politische Geschäftsführerin in der Lage, einen Beitrag online zu stellen, was bei zeitkritischen Beiträgen sehr schwierig ist für eine Person alleine. Und das Team selbst, was durchaus gerne auch mit dem neuen Bundesvorstand zusammengearbeitet hätte, hat sich in einem Pad einen neuen Workflow erarbeitet, wo nochmal klargestellt wird, wann und wie Beiträge online gehen, also wie viel Zustimmung sie brauchen. Dieses Konzept wurde vorgestellt, einmal in der Redaktionskonferenz und auch einmal noch im dicken Engel. Das muss irgendwann Anfang Mitte März gewesen sein. Unsere politische Geschäftsführerin wollte sich dazu nicht weiter äußern, sondern das mit in die DUFO-Klausur nehmen, was dann ja wieder zu einer Verzögerung von, was weiß ich, 3-4 Wochen führte. Und wir wissen natürlich nicht, was in der Klausur besprochen wurde. Einen Beschluss seitens des Bundesvorstandes gibt es nicht. Aber es gab dann einen Tag später eine neue Richtlinie,
von der politischen Geschäftsführerin mit einem Startteam, in dem drei Menschen genannt werden, die vorher nicht in der Bundespresse in der Form tätig waren. Und mit diesem Startteam hatten die anderen zum Teil Probleme, beziehungsweise das allergrößte Problem war eigentlich, dass alle, die bisher in der Bundespresse gearbeitet haben, teilweise auch über Jahre, sich jetzt quasi neu bewerben sollten und von diesem Team beurteilt werden sollte, ob sie fähig sind, etwas dazu beizutragen oder nicht. Vaco, lass mich bitte dich ganz kurz unterbrechen. Ich würde das gerne etwas anders strukturieren wollen, wenn du nichts dagegen hast. Ich war schon fertig. Okay. Super, dann trifft es sich ja gut. Es gab eine Wortmeldung von Michelle, der zurückgezogen. Es gibt eine Wortmeldung von mir. Nichtsdestotrotz, Raidov Pali hat nicht zu Unrecht angemerkt, dass für die Aufnahme vielleicht mindestens mal eine Zusammenfassung gut und sinnvoll wäre. Und ja, das denke ich auch. Ich werde also diesen Antrag kurz einmal vorlesen in seiner Gänze. Es ist nicht viel, aber vielleicht macht das auch für jemanden, der das im Nachhinein sich anhört, die Sache ein wenig verständlicher und einfacher. Also ganz kurz, um ein bisschen Geduld. Der Antrag lautet, der Landesvorstand stellt fest, dass der Bundesvorstand seinem satzungsgemäßen Auftrag, die Partei nach innen und außen zu vertreten, in nicht zufriedenstellendem Umfang nachkommt. Insbesondere in der Vertretung nach außen sieht der Landesvorstand deutliche Mängel. Um diese Mängel zu beheben, beschließt der Landesvorstand das Folgende in modularer Abstimmung. A. Den Bundesvorstand bei nächstmöglicher Gelegenheit auf die Mängel in der Öffentlichkeitsarbeit aufmerksam zu machen und deren Behebung zu fordern. B. Der Landesvorstand beschließt, dem Bundesvorstand zur Lösung des Problems das Pressekonzept der Bundes-PR zu empfehlen. C. Der Landesvorstand fordert den Bundesvorstand dazu auf, die Beauftragung von Thomas N. für Öffentlichkeitsarbeit sofort rückgängig zu machen. Der Landesvorstand sieht das öffentliche Auftreten von Thomas nicht als geeignet für eine Beauftragung zur Repräsentation der Gesamtpartei. D. Der Landesvorstand fordert den Bundesvorstand dazu auf, Ute Elisabeth Gabelmann, ich mache hier mal den Einschub, politische Geschäftsführerin auf Bundesebene, also im Bundesvorstand, mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für die Pressearbeit abzunehmen und diese an zu verteilen. Soweit der Antrag von Vaco. So, und jetzt bitte ich einfach mal um Wortmeldungen oder um Meinungen dazu. Da sehe ich den Tensor im Sprechenraum. Bitte sehr, Tensor. Ja, ich bin ja im Prinzip der Bösewicht, der das Strukturpad zuerst erstellt hatte. Das ist aber am Ende doch eine Gemeinschaftsarbeit geworden, eine Gemeinschaftsarbeit, wie ich es mir eigentlich auch für die Pressearbeit vorstellen könnte. Eigentlich sollte es das sein in unserer Partei. Ist aber nicht so. Also die geschilderten Zustände von der WAKO kann ich erstmal nur unterstreichen, beziehungsweise sogar noch dadurch verstärken, dass man jetzt mal an Beispielen vielleicht festmacht, was alles nicht läuft. Ja, also der Danny, ich weiß nicht, ob er hier ist, kann er auch noch ein paar Zahlen nennen, der Output auf der Bundesseite ist einfach nur armselig gewesen in letzter Zeit, seitdem wir ein bisschen Druck machen. Das kommt nur durch den Druck, den wir machen. Passiert jetzt in den letzten Tagen ein bisschen was. Und wenn das, sagen wir mal, so weitergeht, bin ich erst einmal auch ein bisschen besänftigt. Aber was in der Vergangenheit gelaufen ist, also zum Beispiel mal eine Pressemitteilung zur Merkel-Wiederwahl zu schreiben oder zum Abschluss-Koalitionsvertrag, eine PM muss zwar wohl formuliert sein, aber die schreibe ich natürlich relativ schnell runter. Also das schafft man, wenn man so gewieft ist, wie die Leute sich selbst darstellen, normalerweise in einer halben Stunde. Man kann die auch rausballern. Und da kann einer vom Presseteam nochmal drüber lesen und dann vielleicht nochmal ein paar Formulierungen ändern, vielleicht nochmal ein paar Bedenken anmelden. Aber das ist alles auch von Seiten des Bufo nicht passiert. Und ich erwarte mir eigentlich auch vom Bufo selbst, dass er bei solchen Dingen tätig wird. Was das Konzept auch angeht, es wird ja immer so hingestellt, als würden wir uns als altes Presseteam anmaßen, jetzt hier eine Meinungshoheit irgendwo auszuüben, indem wir dort
die Presse quasi kapern. Das ist mitnichten so, weil wir ja dem Bufo unter anderem das Vetorecht einräumen und darüber hinaus eben auch das Veröffentlichungsrecht, ohne dass wir überhaupt irgendwas von den Artikeln gesehen haben, kann ich auch damit leben, solange das den Grundsätzen der Partei entspricht und solange überhaupt irgendwas passiert. Also es ist wirklich hier höchste Eisenbahn, dass da was getan werden muss. Ich weiß nicht, Danny, wäre jetzt eigentlich dein Part, noch mal ein paar Zahlen dazu beizutragen. Ja, das wird er schon machen, wenn er das für nötig erachtet. Ansonsten erstmal vielen Dank für den Beitrag, Tensor. Der Reinhard war der Nächste im Sprechraum. Bitte sehr. Guten Abend. Ich finde das, was die Wacko sagt, im vollsten Umfang muss sie unterstützen, weil die Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen die letzten Jahre gemacht haben, sollte man doch irgendwie würdigen und nicht denen noch eine neue Aufnahmeprüfung da hier vor die Nase setzen. Finde ich ehrlich unmöglich. Danke sehr, Reinhard. Die Isan, bitte sehr. Zum einen möchte ich das, was Vago erläutert hat und auch Tensor ergänzt hat, vollumfänglich unterstützen. Ich möchte betonen, dass mir dieser ganze Ärger, der dadurch natürlich zwangsläufig entsteht, wirklich leid tut. Aber wir haben es auf andere Weise versucht, auf jede erdenkliche Weise. Es hat leider nichts geändert. Mir tut das Ganze wirklich leid, aber ich unterstütze diesen Antrag vollumfänglich als Mitglied des alten Presseteams. Ja, vielen Dank, Isan. Weitere Äußerungen, weitere Wortbeiträge oder Meinungen dazu? Ich würde vielleicht mal die Kollegen, da ist der Nein Thomas im Protokoll, da gehört er wahrscheinlich nicht hin, nämlich in den Sprechenraum. Thomas, bitte sehr. Du bist im Augenblick noch stumm gestellt. Du hast das Wort. Man hört leider nichts. Ich weiß nicht, ob du versuchst zu sprechen. Also weder, dass der Mund rot wird, noch sonst irgendwas. Ansonsten vielleicht mal im Papagei ausprobieren. Also vielleicht im Papagei checken und dann nochmal wiederkommen. Du kriegst dann natürlich auch das Wort. Kein Problem. Die Sami. Ich sage nur ganz kurz, dass ich den Antrag von Vago in allen Punkten voll und ganz unterstütze. Die Erfahrungen habe ich genauso gemacht. Ich gehöre ja auch zum alten Team und finde den Antrag sauber und ordentlich. Vielen Dank, Sami. So, jetzt Leute aus dem Vorstand, die sollen schließlich auch den Antrag gleich noch abstimmen. Michael. Dazu Fragen an die anwesenden Vorstandsmitglieder. Erstens, ist das Pressestrukturkonzept gelesen worden? Ich weiß, dass es angekündigt wurde von einigen, dass sie das tun wollten, aber wir stimmen natürlich mit dem Antrag auch darüber ab, dass wir das gut finden. Deswegen ist die Frage, ist das gelesen worden? Oder anders, lass mich noch anders fragen, braucht überhaupt noch jemand eine Zusammenfassung, um zu wissen, worum es geht? Was meinst du mit Zusammenfassung? Also wenn ich einen Antrag, wenn ich zu einem Antrag eine Zusammenfassung brauche, um den zu verstehen, wird schon erstmal schwierig. Ein Antrag sollte zumindest mal in seiner Form soweit auch für sich selber stehen, dass ich ihn ohne jetzt, kiloweise Hintergrundmaterial brauche, dass ich ihn abstimmen kann. Manchmal ist das notwendig, ja. Okay, aber grundsätzlich ist das auch erstmal so mal kritisch. Und um deine Frage zu beantworten, ja, ich kenne dieses Pressekonzept der Bundes-PR, das ist mir sehr wohl bekannt. Ich kenne auch noch einige Schriftsätze mehr in dem Zusammenhang, einige Einlassungen mehr, einige Diskussionen mehr zu diesem Antrag. Ich hätte grundsätzlich andere Fragen zu dem Antrag. Ich wundere mich, dass du dabei anfängst. Aber okay, mach mal weiter, du bist im Wort. Ja, ich möchte einfach nur wissen, ob noch... Es geht doch
bei dem Antrag um einen längeren Prozess und eine längere Sache. Und wir hatten das mehrfach in Vorstandssprechstunden und so. Die Frage ist einfach, fehlt jemandem das Wissen, worum es überhaupt geht? Ich gehe nicht davon aus, aber das will ich, wenn die Grundlage nicht da ist, dann wäre das halt schwierig von meiner Seite. Das ist der erste Punkt. Lass uns den noch erstmal klären. Dann bei diesem ersten Punkt. Also besteht oder gibt es die Wahrnehmung eines Informationsdefizits hier im Vorstand? Also ich muss für mich sagen, die verlinkten Sachen kenne ich alle. Ich kenne den Antrag. Ich kenne die Vorkommnisse zum Teil nur aus zweiter oder dritter Hand. Also ich bin selber nicht Mitglied dieses Presseteams, weder des alten noch des neuen. Ich weiß auch nicht, ich kenne auch die Sitzung nicht. Ich war bei den Sitzungen, ich war auch bei den entscheidenden Sitzungen, wo diese Sachen passiert sind, nicht dabei. Insoweit fehlt mir zumindest mal das direkte Zeugnis quasi. So, jetzt zum zweiten Punkt deiner Frage, die du noch stellen wolltest. Das wissen Sie. Jetzt haben wir den Thomas Neimobil. Ja, mit Echo. Ja, mit Echo. Ekelhaft ist, weil es fiept. Moment. So, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht global gemacht, aber für einen Moment musste ich den Thomas mal ausmachen, weil er so viel echot. Ich mache ihn auch gleich gerne wieder entstummen. Der zweite Teil der Frage war das Pressekonzept. Das war es schon. Danach käme ich zur inhaltlichen Diskussion. Ah, okay. Also gibt es noch weitere Fragen zu dem Antrag, bevor wir dann nochmal in die inhaltliche Diskussion aufnehmen? Sowohl von hier, meinetwegen auch aus dem Sprecherraum, da sehe ich den Thomas Ney, den Reinhard. Der Thomas war eh vorher dran, bitte, dann hättest du jetzt das Wort. Ja, wer denn? Ja, der Thomas. Nein, Sir, wir verlassen. Reinhard, dann bist du es. Also ich habe die Diskussion vollumfänglich mitbekommen. Ich bin noch kein Mitglied der AG Presse und möchte auch keins werden. Ich betrachte mich nur als Zuarbeiter und ich kann von dem, wovon ich rede, weiß ich, worüber ich rede. Um das von Michel zu beantworten. Okay, vielen Dank, Rainer. Dann hätte ich zumindest noch eine kleine Frage zum Antrag. Mit modular meint die VAKO nur zur Verdeutlichung jeweils A, B, C und D. Mit Quorum, also in der ganz normalen Abstimmung. In der Präambel ist von deutlichen Mängeln gesprochen und von einem nicht zufriedenstellenden Umfang. Damit habe ich grundsätzlich erstmal auch ein definitorisches Problem. Wenn das eine Frage an VAKO war, dann... Eigentlich war es eine Frage an VAKO, an die Antragstellerin. Ich dachte, das ergäbe sich. Aber egal. Könntest du mir da aushelfen, VAKO? Ja, es ist im Prinzip das, was ich beschrieben habe. Ich sehe auch eine Statistik im Pet-Chat, die das vielleicht auch noch hinterlegt, dass... einfach sehr wenig passiert ist und es nicht daran lag, dass keine Texte eingereicht wurden, sondern dass sie nicht für gut befunden wurden, aber auch nicht weiter bearbeitet wurden und eben auch mit Antragstellern nicht kommuniziert worden ist, weil unsere politische Geschäftsführerin auch nicht in Mattermost kommunizieren wollte. Okay, vielen Dank, VAKO. Jo, wenn jetzt erstmal alle Fragen geklärt werden, dann in der Tat kämen wir zur inhaltlichen Diskussion. Michel, möchtest du den Ausschlag machen? Das kann ich gerne tun. Wie gesagt, wir hatten die Diskussion in letzter Zeit ja schon sehr häufig. Nein, lass mich mit Folgendem anfangen. Ich sende zuerst einen schönen Gruß an all die Foren-Hater, die machen, dass ich Foren hate. Die im Forum piratenpartei.de über diesen Antrag so diskutieren, als wäre er schon abgestimmt.
die Leute, die auf Twitter so tun, als wäre der Antrag schon abgestimmt, und die Leute, die so tun, als gäbe es einen gottgleichen Bundesvorstand, dem man solche Anträge auf gar keinen Fall und so weiter. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich glaube, und das noch was Grundsätzliches und noch nicht inhaltlich, ich glaube, wenn wir an einen Punkt gelangen als Landesverband, wo wir sagen, wir als Landesverband sind mit der Arbeit des Bundesverbandes nicht mehr zufrieden und wir reden hinter verschlossenen Türen, wie man so schön sagt, mit den Leuten aus dem Bundesvorstand und es passiert nichts, dass wir dann auch durchaus nicht nur in der Lage sein sollten, sondern sogar verpflichtet sind, offen Anträge zu stellen. Und es ist ja mehr als ein offenes Geheimnis, dass ich einen ähnlichen Antrag selbst gestellt hätte, dieser Antrag von VACO nicht gekommen wäre. Ich glaube, wir haben eine Pflicht dazu, und wenn ich mir die Öffentlichkeitsarbeit, und jetzt wird es inhaltlich, wenn ich mir die Öffentlichkeitsarbeit der letzten Zeit auf der Bundesebene, ein letztes noch, es hat jemand gesagt, wir hätten damit nichts am Hut, das würde uns nichts angehen inhaltlich. Ich sage, es geht uns als Landesverband sehr wohl was an, was die Bundespresse bei Bundesthemen an Öffentlichkeitsarbeit macht. Ich finde es übrigens schwierig, dass wir über eine SG-Presse reden. Ich glaube, dass Öffentlichkeitsarbeit, so wie in Nordrhein-Westfalen auch, allumfassend gesehen werden sollte. Pressearbeit sind eben nicht Pressemitteilungen sondern eine Webseite befüllen, sondern Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eben auch dieser ganze Social-Media-Kram, was ja bei uns in NRW zusammengefasst ist, was im Bund irgendwie getrennt ist, weil da gibt es auch getrennte Leute, die dafür zuständig sind und so. Gut. Also, es geht uns sehr wohl was an, weil diese Partei besteht zu einem großen Teil aus Bundesthemen, nämlich das, wo wir Aufmerksamkeit kriegen. Und wenn bei diesen Themen aus der Bundespartei nichts mehr kommt und wir sogar zu Bundesthemen in NRW Sachen machen müssen, weil aus der Bundes-PR und ÖA nichts mehr kommt, dann habe ich damit ein Problem, weil dann hat NRW damit ein Problem, weil dann ist das unsere Mehrarbeit. Und deswegen glaube ich, dass wir uns, nachdem es nicht öffentlich nicht funktioniert hat, in einer öffentlichen Form positionieren müssen und sagen müssen, liebe Leute im Bundesvorstand, ändert etwas. Zu den einzelnen Punkten des Antrags komme ich gleich. Vielen Dank, Michel. Weitere Wortmeldungen. Der Thomas ist wieder im Protokoll. Lass mich eben den Einsatz sagen. Lieber Thomas, ich habe dich vorhin einmal kurz stumm geschaltet, ich habe das aber wieder deaktiviert. Du kannst also reden. Ja, hallo. Ich schieb's mal auf das schlechte Brandenburger Netz. Ich bin hier gerade noch so ein bisschen in der Pampa unterwegs und möglicherweise ist das Edge-Netz auch irgendwie ein bisschen schwer. Ich habe irgendwie mitgekriegt, dass ich vorhin schon mal ein Echo produziert habe. Das war keine Absicht. Ich wollte nur ein paar Sachen zu dem Antrag sagen. Also zur handwerklichen Qualität will ich mich mal gar nicht äußern. Ich würde mich aber ganz gerne mal äußern zu dem Umgangston oder zu den Sitten, die so ein bisschen diesem Antrag zugrunde liegen. Und zwar hätte ich schon erwartet, dass, wenn hier ein Antrag irgendwo gestellt wird, in dem meine Person mehr oder weniger namentlich benannt wird, dass ich vielleicht der Fairness halber darüber auch informiert werde und nicht irgendwie durch Dritte darüber in Kenntnis gesetzt werden muss, dass ich mal wieder irgendwo Thema sein soll. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass das in dem Antrag ja die Rede davon ist, dass mir irgendwelche Beauftragungen, von denen ich zumindest nichts weiß, entzogen werden sollen. Dass ich um diese Beauftragungen nichts weiß, ist der eine Umstand. Der zweite Umstand ist, dass ich doch ganz gerne mal erläutert hätte, warum und auf welcher Grundlage mir diese mir nicht bekannte Beauftragung entzogen werden soll, beziehungsweise welches konkrete Fehlverhalten in Bezug auf die Arbeit, die ich da mache. Das ist im Augenblick Lektoratsarbeit und ich bin gelegentlich Gastautor von Artikeln, die ich über das normale Verfahren einreiche. Welche Fehler oder welche Verfehlungen mir da konkret vorgeworfen werden, die so gravierend sind, dass ich hier namentlich in einem Antrag aufgeführt werde. Ich hoffe, ich war jetzt zu verstehen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Thomas. Ich habe ehrlich gesagt mit den Fragen zumindest ein paar Probleme. Das erste ist, wenn du tatsächlich nicht beauftragt bist, ja, dann hätte sich tatsächlich ein Punkt dieses Antrags erledigt und ich habe ein bisschen das Problem, ich möchte nicht gerne über Sachen, was wäre, wenn diskutieren. Also das heißt, die Frage, ja, was man dir vorwerfen würde, wenn du denn beauftragt wärst oder was so schlimm wäre, dass man dir die Beauftragung entziehen würde, wenn du sie denn hättest. Das ist mir alles zu sehr im Möglichkeitsraum. Also wenn du keine Beauftragung hast, brauchen wir nicht das Problem anzufassen, warum man dir eine Beauftragung, die du nicht hast, entziehen sollte. Ist zumindest mal meine Meinung dazu. Das sage ich zum Teil als Sitzungsleiter, zum Teil aber auch als Wortmeldung und als Meinung. Dann die andere Frage, ja, welches Problem sich mit deiner Zusammenarbeit insgesamt ergibt. Das ist eine Sache, also ich würde gerne, wenn du gestattest, etwas früher ansetzen wollen, die das auch mit dem Antrag als solchen zu tun hat. Ich sehe das schon ein wenig anders als der Michel. Also ob die Arbeit, die im Bund oder bezüglich der Bundespresse gut ist, ausreichend ist oder angemessen ist, das vermag ich hier gar nicht zu beurteilen. Ich frage mich allerdings, inwieweit uns es zusteht, das tatsächlich in Form eines Antrages oder eines Beschlusses vielmehr hier zu tun. Wenn ich ganz kurz darauf erwidern darf, vielleicht obliegt es auch den Antragstellern mal in irgendeiner Art und Weise klarzumachen, welche Beauftragung konkret mir denn hier zuteil geworden ist, von der ich selber nichts weiß. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich sehe auch gerade die Vaku ohnehin im Sprechenraum. Ich würde dich aber auch bitten, nicht einfach so reinzurufen, sondern dann eben entsprechend zu warten. Vaku. Ja, Thomas, ich hatte dir die Links jetzt eigentlich auch schon mehrfach geschickt, glaube ich, auf Twitter und auch in diesem neuen Forum. In der Geschäftsordnung des Bundesvorstands steht drin, dass Mitglieder von Servicegruppen Beauftragte sind. Und da Lilly aus diesem Presseteam eine SG-Presse gemacht hat, verstehe ich das so, dass die vier genannten, die als Startteam fungieren, beauftragt sind. Wobei Michael Ebner da jetzt auch schon ein paar entscheidende Fragen auf Twitter gestellt hat, ich sehe ihn hier glaube ich nicht, dass es dazu eigentlich keinen richtigen Beschluss vom Bundesvorstand gab, sodass man dann davon ausgehen müsste, dass es Lilis persönliche Mitarbeiter sind, die aber dann den gleichen Richtlinien wie Beauftragte unterzogen werden sollten. Ja, vielen Dank, Vaku. Michelle, ich habe deine Wortmeldung gesehen. Ich würde gerne, ach nee, der PR02 hat sich gerade schon wieder aus dem Sprechenraum verabschiedet. Ich gehe mal davon aus, dass sein Wortbeitrag in dieselbe Richtung geht. Ich würde gerne noch eins grundsätzlich sagen wollen. Also es handelt sich nach wie vor um einen sonstigen Antrag im Rahmen einer Vorstandssitzung des LAFUS NRW. Das hier ist weder eine Ordnungsmaßnahme oder eine gar öffentliche verhandelte Ordnungsmaßnahme oder ähnliches, noch ist es eine Gerichtsverhandlung. Ich bitte auch alle Beteiligten, sich das immer noch mal zu verinnerlichen und das nicht in ein Plädoyer für Pro und Contra irgendeiner Person ausufern lassen zu wollen. Michelle. Ja, ich sollte mir wieder Zettel machen, wo ich mir aufschreibe, was ich eigentlich tun wollte. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich wollte was sagen zu... Ich sag's gleich, scheiße, ich hab's gerade irgendwie völlig verpeilt. Ich bin mit dem Gedanken schon ein bisschen weiter wegen dem, was du gerade gesagt hast. Mir geht's um die Pressearbeit, mir geht's nicht um Personen. Ich glaube, dass wir auch über... Beauftragung, also wie soll ich sagen, Beauftragung oder nicht, selbst wenn wir das beschließen sollten, ab von Personen, dass bitte eine Beauftragung zu entziehen sei, wenn es sie gar nicht gibt, kann sie nicht entzogen werden, dann ist natürlich der Teil nichtig, wenn es sie gibt, kann sie entzogen werden. Also ist das schied egal, ob es sie gibt oder nicht, es gibt einfach den Antrag darauf, eine eventuell vorhandene zu entziehen, damit ist halt einfach der Punkt gemacht. So, das wollte ich gesagt haben. Inwiefern ist da der Punkt gemacht?
Also mal im Voraus einem Gehäuse Aufwand zu entziehen. Es steht im Antrag. Es ist beantragt, also schließen wir darüber. Fertig. Ob es sie jetzt gibt oder nicht, ist völlig egal. Nur damit ich es richtig verstehe, ich würde das gerne dann auch verstehen wollen. Egal, ob es eine Beauftragung gibt, wir würden im Zweifel beschließen, eine Beauftragung dann schon mal entweder präventiv oder aus welchem oder wie auch immer gerade mal zu entziehen. Eine eventuell bestehende. So ist der Antrag gestellt. Ah, für alle Fälle. Okay, verstanden. Vielen Dank. Im Sprechenraum haben wir bestenfalls immer noch den Thomas Ney und den PR02. Der Thomas Ney hängt da schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob er neue Wortbeiträge hat. Ich würde das jetzt mal der Reihe nach abarbeiten mit dem bestenfalls. Bitte sehr. Guten Abend zusammen. Also, die politische Geschäftsführerin hat mehrfach darauf hingewiesen, dass Thomas Ney im neuen SG-Presseteam ist und verantwortlich ist für Lektorat, Qualität und so weiter. Und sogar für die Aufnahme bzw. Bewertung für die Aufnahme von neuen Kandidaten, die der SG-Presse beitreten wollen. Inwieweit das Verständnis von dem Betroffenen entspricht, kann ich nicht nachvollziehen, aber es ist halt mehrfach angekündigt worden, da gab es auch nie einen Widerspruch. Danke. Vielen Dank bestenfalls. Der PR02. Nochmal auf den Hinweis, was der Michael Ebner auch schon vertwittert hatte, selbst wenn der Thomas jetzt nicht Teil dieser SG wäre, ja, dann wäre er trotzdem persönlicher Mitarbeiter, da auch seine Mitarbeit auf dem Vorstandsblock angekündigt ist. Vielen Dank für die Klarstellung, der Reinhard. Also wenn es eine Beauftragung gibt, kann man sie denn entziehen, das sehe ich auch so. Aber wenn es denn keine Beauftragung gibt, kann man sie denn nicht entziehen? Weil das geht nicht im Voraus, meiner Meinung nach. Kann man das vielleicht klären, bevor wir den Antrag losschicken? Weil wenn es keine Beauftragung gibt, würde ich den Teil meiner Befürworter zurückziehen. Vielen Dank, Reinhard. Ich weiß nicht, ob der Thomas hier noch drinsteckt von vorhin oder ob du noch mal was verdeutlichen oder erläutern möchtest. Ja, ich wollte ein bisschen was ergänzen. Und zwar ist der Hintergrund oder die Genese dieses ganzen Vorgangs im Prinzip wie folgt, dass dort offensichtlich ein jetzt Unklarheit herrscht, welches Team denn nun für die Pressearbeit verantwortlich ist und welches nicht. Und ich habe mich für das Presseteam, was Lilly dort angekündigt hat, bereit erklärt, im Bereich der Qualitätssicherung zu arbeiten, das heißt Lektorat und Freigabe von Artikeln. Hintergrund war der, dass ja der Hauptkritikpunkt war, dass so viele fertige Artikel da in den Pads liegen würden und die würden alle klemmen und es gäbe niemanden, der die irgendwie freigeben würde und das würde alles viel zu lange dauern. Entsprechend habe ich in diesem Bereich meine Hilfe angeboten und habe von Lilly auch die Zusage bekommen, dass ich das machen könne. Inwieweit das jetzt einer Beauftragung entspricht, kann ich nicht beurteilen. Für mich ist es die ganz normal die Mitarbeit in einer AG oder wie auch immer man das dann nennen mag. Und in dem Bereich habe ich angeboten, mich zu engagieren und bin da auch von Lilly insoweit, wenn man das so nennen will, aufgenommen worden, beziehungsweise ich habe die Zusage erhalten, dass ich in diesem Bereich mitarbeiten könne. Da ist jetzt keine Beauftragung ausgeschrieben worden. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie einer Servicegruppe gesondert beigetreten, sondern das ist im Prinzip die Bewerbung, die ich auch, als es zu dem Zeitpunkt, als es nur ein Presseteam gab, die ich damals schon angekündigt hatte. Ich hatte mich ursprünglich sogar mal für den Bereich Social Media beworben, habe dann diese Bewerbung aufgrund eines einstündigen Kandidatengrillens zurückgezogen, weil die Meinung dort war, dass man mir den Bereich Social Media nicht anvertrauen möchte. Man hatte mir damals nahegelegt, ich möge doch, wenn ich mitarbeiten wolle, was ich will, möge ich mich doch bitte auf Bereiche konzentrieren, die nicht in unmittelbarer Öffentlichkeitsarbeit irgendwie involviert sind. Entsprechend habe ich dann, wie gesagt, meine Mitarbeit angeboten für den Bereich Lektorat und Qualitätssicherung. Und aus dieser Zeit entstammt meine Bewerbung für die Mitarbeit, die der dann offensichtlich entsprochen worden ist. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Eine Beauftragung in diesem Sinne ist für mich daraus jetzt nicht erwachsen. Ja, vielen Dank für die nochmalige Klarstellung. Die haben wir nicht. Der Michel vorher eine Wortmeldung. Michel.
Oh, ich bin schon dran. Super. Ich habe den, dem Antrag einen Alternativpunkt C2 hinzugefügt, dass statt einer Beauftragung von einer eventuell bestehenden Beauftragung geredet wird. Und wir können dieses ist Thomas beauftragt oder nicht jetzt mal hier beenden, weil darum geht es in dem Antrag gar nicht. Hauptsächlich, das ist nur ein Punkt und es ist so... Ja, der Chat schreibt Wortklauberei. Ich sag, es ist formal Ficken Galore. Es sollte über andere Dinge geredet werden, als über gibt es eine oder gibt es keine Beauftragung. Vielen Dank, Michelle. Sami. Ja, ich möchte dann doch gerne feststellen, dass die Trennung zwischen SG Presse und der alten Bundespresse, zu der ich ja auch gehört habe seit 2011, von Lilly ganz eindeutig so gemacht wurde, dass alle, die jetzt nicht zu diesem Viererteam aus Martina Flach, Thomas Ney, ihr selbst als Leiterin der ganzen Geschichte und wer war es noch? Jetzt habe ich einen vierten vergessen. Schrecklich. Ihr wisst das, ihr könnt mir sicher gleich einhelfen, dass dieses Team die SG Presse ist und wer da mitarbeiten will aus dem alten Team, der muss eben eine Prüfung ablegen. Daraufhin habe ich einmal gefragt, wer prüft denn aufgrund welches Könnens und welcher Tatsachen? Und dann hat Lilly gesagt, ach Susanne Reinhardt ist die vierte, hat Lilly gesagt, das wäre, das hätten sie gegenseitig gemacht und sich gegenseitig nachgewiesen, was sie schon alles gemacht haben. Und da waren ein paar etwas dubiose Sachen dabei, die ich auch nicht nachprüfen konnte. Aber ich habe das dann erstmal so stehen lassen und habe dann nur vermerkt, dass ich es für ziemlich sinnlos halte. Und jetzt kokettiere ich nicht mit meinem Alter, aber da steckt schon eine ganze Menge Erfahrung hinter. Ich mache schon so lange Pressearbeit und schreibe auch eigentlich schon ziemlich lange und habe einen eigenen Blog und habe Pressemitteilungen geschrieben, sind Sachen veröffentlicht worden, auch auf dem Bundespresse-Account, dass ich mir gesagt habe, oder dass ich zu Lilly gesagt habe, das sehe ich nicht ein, dass ich mich hier prüfen lassen muss, das ist doch lächerlich. Daraufhin hat sie gesagt, nein, für mich gilt das Gleiche wie für Tensor und damit war die Sache gegessen. Und damit ist eindeutig geklärt, dass das ganze alte Bundespresse-Team nicht zu dieser neuen SG Presse, zu denjenigen, die es wirklich können, gehören. Und das finde ich, wenn eine politische Geschäftsführerin so etwas macht, finde ich es selbstherrlich, anmaßend und unmöglich. Ja, vielen Dank, Sami. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben im Vorstand keine Wortmeldung im Augenblick. Dann wäre jetzt der Thomas Ney ist wieder raufgehüpft. Ich würde das Thema Beauftragung, ja, nein, jetzt nicht weiter vertiefen wollen. Also ich würde da gerne selber gleich noch was zu sagen wollen. Muss mich gerade nur eintragen in die Wortliste. Ich glaube, der Standpunkt Beauftragung ist zumindest von dir, Thomas, hinreichend erläutert worden. Dann hätte ich den Thomas und danach den bestenfalls. Bitte sehr. Ja, also wenn meine Rolle für den Entscheid des Antrags gänzlich irrelevant ist, zumindest so, wie das jetzt hier diskutiert wird, dann würde ich doch freundlicherweise darum bitten, dass mein Name auch entsprechend aus dem Antrag gestrichen wird. Ich weiß sowieso nicht, wie ich zu dieser Ehre komme, hier als einzelne Person namentlich in diesem Antrag aufgeführt zu werden. Nun wird mir erzählt, dass noch nicht mal irgendwie der Sachstand bezüglich meiner Person klar ist. Und jetzt wird als Alternativkonstrukt hier empfohlen, irgendwie eine mögliche Beauftragung sei zu entziehen, den Antrag dahingehend abzuwandeln. Ich bitte doch dann darum, dass der entsprechende Punkt, der meine Person behandelt, aus dem Antrag gestrichen wird und vielleicht die Antragsteller überhaupt erstmal klären, welchen Status ich denn nun überhaupt hätte, bevor hier irgendein Antrag über meine Person beschieden wird. Ja, vielen Dank, Thomas. Der bestenfalls. Ja, ich wollte nur kurz um Hilfe bitten. Der Thomas sprach gerade davon, um das richtig zu stellen, dass bei dem sogenannten Brillenabend ihm empfohlen worden ist, eben nicht bei den öffentlichen Medien mitzuarbeiten, sondern im Hintergrund zu arbeiten. Soweit ich mich erinnere, ist davon nie die Rede gewesen, sondern es gab einen einstimmigen Beschluss, dass Thomas Ney in der seinerzeitigen Bundespresse nicht Mitarbeiter werden möchte. Das war Konsens. Und so wie es auch Konsens war, die Software MetaMost einzusetzen oder die Plattform. Beauftragte sind nun mal Konsenskandidaten und man hat die Gruppe abgeschafft. Danke.
Ja, vielen Dank, Andreas. Jetzt war meine Wortmeldung und 2 Sekunden später, Basti. Ich würde den Basti an den Vortritt lassen, bitteschön. Oh, schön. Ich habe hier den ganzen Zirkus die letzten Wochen mehr oder weniger verfolgt. Ich habe mitgekriegt, wie die politische Geschäftsführerin beim Bundespresseteam erklärt hat, es gäbe jetzt eine SG und so weiter und so weiter. Ich war teilweise richtig sauer, wo ich hörte, dass 27 Pressemitteilungen irgendwo rumliegen. Ich war richtig sauer, wo Sammy da wirklich die PET-Zugänge aberkannt wurden. Ich finde, das ist natürlich eine Haltungsweise, das geht nicht. Ich weiß nicht, was dieser Bundesvorstand dann macht. Ich kann natürlich dem Antrag, wie er gestellt ist, von Vakuum bei aller Lieben, nicht komplett zustimmen. Ich mache ganz kurz. Punkt A. Der Bundesvorstand bei nächstmöglicher Gelegenheit auf die Mängel aufmerksam machen. Können wir machen als Landesvorstand. Habe ich keine Bauchschmerzen mit, weil es weiß jeder, dass die Öffentlichkeitsarbeit nicht so läuft, wie sie soll. Und das tut sie seit 2012, aber mit Tendenz abnehmend. Es liegt nicht an dem Engagement und wir brauchen das Engagement. Das ist die eigentliche Sauerei, dass Leute nicht mehr mitarbeiten dürfen, wie sie wollen oder irgendwelche Tests da machen müssen. Das ist absoluter Blödsinn. Also Punkt A hätte ich kein Problem mit, aber es ist eigentlich egal, wie das strukturiert ist. Der Bundesvorstand weiß auch, dass es Probleme in der Öffentlichkeitsarbeit gibt und gab. Zweiter Punkt, das mit diesem Pressekonzept, das kann ich leider nicht unterschreiben, so wie es formuliert ist, weil ich nicht mit meinem Namen sagen kann, dass das Pressekonzept, wie es vorgestellt wurde, dass die Lösung der Probleme ist. Da glaube ich persönlich nicht dran. Ich finde es vielleicht besser, aber ich glaube nicht dran, dass das die Lösung ist. Die Beauftragung, für mich ist das Rumbo, kann ich nicht sagen. Das hat sich eigentlich jetzt erklärt, da wollen wir uns ja gar nicht dran aufhalten. Und also Punkt 4 ist echt schwer, weil ich dachte, wir empfehlen irgendwas. Wir können als Landesvorstand empfehlen, wir müssen da irgendwas machen. Dass ich jetzt dem Bundesvorstand das ist nicht die Kompetenz des Landesvorstandes, das ist nicht mein Selbstverständnis, dass ich dem Bundesvorstand sage, wie er welche Kompetenzen zu vergeben hat. Das ist meine Meinung dazu. Vielen Dank, Christian. Und im Sprechraum Alios, bitte sehr. Ja, hallo, kann man mich hören? Selbstverständlich. Ah ja, cool. Ja, ich habe das auch so ein bisschen verfolgt, das ganze Thema. Es kam mir ein bisschen bekannt vor, weil als ich damals in den Bundesvorstand kam, war die Pressearbeit auch relativ zu und es war relativ schwierig, da reinzukommen. Und wir haben das damals dann alles ein bisschen aufgemacht und ich halte das bis heute eigentlich auch für eine richtige Sache. Zu dem Antrag sehe ich das ähnlich, wie das gerade geschildert wurde. Die letzten drei Punkte sind ein bisschen schwierig. Den ersten finde ich gut. Vielleicht könnt ihr das da noch ein bisschen ausführen aus den bisherigen Wortbeiträgen, die ich auch so von euch aus dem Vorstand gehört habe. Seht ihr das auch so ein bisschen, dass gerade dieses Restriktive, dieses Zumachen, dieses Leute rausschmeißen und aussperren und irgendwelche Prüfungen machen, dass das kritisch gesehen wird, gerade weil wir ja auch nicht mehr ganz so viele Aktive haben? Vielleicht könnt ihr das ja beschließen und dann eben noch als Konsequenz aus dem Antrag werdet ihr ja dann bestimmt mit dem BUFO sprechen, ihnen gerade diese Punkte, dass ihr es vielleicht für wichtig erachtet, dass der Zugang offen ist und dass jeder, der sich beteiligen will, sich auch beteiligen soll und dass das möglichst niederschwellig sein soll, dass ihr das dann irgendwie formuliert. Vielen Dank, Alius. Der Thomas wieder im Sprecherraum, bitte sehr. Ja, ganz kurz noch, vielleicht auch meine letzte Wortmeldung. Ich finde es ja immer ganz interessant, wenn davon geredet wird, dass hier jeder mitmachen können soll und dass so ganz dringend Mitarbeit benötigt wird und dass niemand ausgeschlossen werden soll. Und dann im selben Atemzug aber gesagt worden ist, dass meine Person, für die soll das alles dann nicht gelten. Und da ist dann ein Ausschluss immer gerechtfertigt, auch völlig unabhängig von jeglicher fachlicher Qualität oder von inhaltlicher Arbeit, dass da schon prophylaktisch, dass mit dem Antrag möglicherweise sogar im Vorfeld eine in Zukunft zu erteilende Beauftragung schon vorsorglich irgendwie entzogen werden soll. Das passt für mich alles nicht zusammen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das sehr, sehr merkwürdig, sehr, sehr scheinheilig finde und dass hier merkwürdige Doppelstandards angelegt werden, ganz speziell auch was meine Person betrifft.
Ja, vielen Dank. So, jetzt war ich selber noch in der Rednerliste und der Michel ist noch dazu gekommen. Ich würde dir auch den Vortritt lassen, Michel. Ja, wo soll ich anfangen? Also Punkt 1, dass der Alios hier an der Sitzung teilnimmt, zeigt schon, wie wichtig das Thema ist, um das mal ganz platt zu sagen. Hallo Alios, lange nicht gesehen. Und das zeigt, dass wir nicht über ein Thema reden, dass man einfach so dass man einfach so wegwischen kann nach dem Motto, es hat uns in NRW nicht zu interessieren. Ich erinnere mich an die Situation von 2010. Da wurde ein Presseworkshop gemacht in Bremerhaven. Oder was, 2011? Nee, ich glaube, es war 2010. Und eine Stunde später, nachdem das alles vorbei war, und ich habe das auch nur mitgekriegt, weil ich der Fahrer war, sind die wirklich wichtigen Leute, haben sich an so einer Theke zusammengesetzt und haben gesagt, so, und wir machen jetzt hier so einen Closed Shop und eigentlich sind wir hier das Presseteam. Da darf sonst keiner mitmachen. Und ab dem Moment ging's stetig bergab, weil man immer wieder Leute rausgeschoben hat. Sehr häufig unbegründet. Manchmal auch begründet. Ich möchte an, ohne Namen zu nennen, Leute erinnern aus Dortmund, die vehement und gegen Parteitagsbeschlüsse Öffentlichkeitsarbeit für Atomkraft gemacht haben. Da hat man den Leuten gesagt, pass auf, du, deine Einstellung, du darfst, natürlich darfst du in der Partei mitmachen, aber du darfst nicht mehr verantwortlich bei der Pressearbeit sein und dafür verantwortlich sein, ist und was nicht. Oder was wir veröffentlichen und was nicht. Jetzt gibt es nicht nur einen Closed Shop, sondern jetzt wird auch noch thematisch gefiltert, und zwar über das Wort Qualität. Und gewisse Beiträge, die zu Themen kommen, die nicht Kernthemen TM sind, die werden einfach liegen gelassen. Und dann heißt es, das überspringt nicht unsere Qualitätshürde. Ja, mein Gott, dann macht man auch mal einen Beitrag, der nicht 100% ist. Hauptsache, wir machen überhaupt mal was. Diese thematische Filterung, die da passiert, ist nun mal sehr offensichtlich. Ich bring mal mehrere Beispiele, aber eins mal ganz, ganz hart und vorne mit dabei. Bitte ein griffiges, wenn es geht. Ja, ein sehr griffiges. Am 26. April sind die Big Brother Awards. Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen, weil wir ja so gedisst wurden, auch im Forum. Wir haben berichtet über die Big Brother Awards mit einem entsprechenden Beitrag und wir haben auch dazu Pressearbeit und Social Media gemacht. Ich finde auf der Webseite der Piratenpartei Deutschland nichts. Aktuell passiert übrigens gerade wieder was. Jetzt ist wieder jeden Tag was gekommen. So ein bisschen Aktionismus, jetzt muss man sagen, bleibt es so, bleibt es nicht so. Aber zu so einem wichtigen Thema, Big Brother Awards, Datenschutz, passiert nichts. Fahrscheinfrei im Februar, um ein zweites Beispiel zu nehmen, was nicht Kernthema ist, haben wir in NRW was zugemacht, das wurde dem Bund auch angeboten, abgelehnt, es ist beim Bund nichts gekommen, es ist bei uns gekommen. Solche Beispiele, gestern war wieder so, ist egal. Was da passiert, ist, dass die wichtige Pressearbeit im Bund geschwächt ist und schlecht behandelt wird, und zwar durch den Versuch eines einzelnen Bufo-Mitglieds zu sagen, ich ziehe jetzt mal hier eine Qualität rein. Was damit passiert, mit diesem Vorgehen, mit diesem Top-Down, ist, dass der innerparteiliche Frieden dermaßen aufgewühlt ist, dass wir hier im Mumble sitzen mit Zuhörern wie schon lange nicht mehr, mit Zuhörern, die schon lange nicht mehr da waren, und dass das Thema sogar Leute erreicht, die sich für diesen innerparteilichen, in Anführungszeichen, Quatsch lange nicht mehr interessieren. Und dass ich die letzten zwei Wochen nichts gemacht habe nach außen für diesen Landesverband, hat was damit zu tun, dass ich hauptsächlich diesen ganzen Verwaltungsquatsch mache und dass hauptsächlich im Moment dieser innerparteiliche Frieden so, dass es so gärt unter der Oberfläche, dass ich nicht damit zu tun habe. Das nervt mich total. Und wenn das so offensichtlich ist, und ich weiß, dass im Bufo schon darüber geredet wurde, es rufen mich Leute aus dem Bufo an, die sagen, ey,
Hast du was damit zu tun? Stimmen die Gerüchte hin und her? Abwahl, was machen wir? Was macht die VL? Wie sieht's auf dem Parteitag aus? Diesen ganzen Scheiß könnte der Bufo lösen, indem er sagt, okay, das mit dem Top-Down hat nicht funktioniert, lass es uns bitte anders machen. Und dafür muss die Geschäftsordnung bzw. die Aufteilung der Geschäftsbereiche eben geändert werden. Wenn wir keine Veränderung fordern aus NRW, weil es uns auf den Sack geht, und mir geht es persönlich total auf den Sack, dass wir Bundespressearbeit machen und das wird noch nicht mal übernommen, kommt dann in den Social Media vor oder so, es wird nicht mal auf den Blog übernommen, es wird nicht mal verlinkt oder so, dann habe ich so einen Hals und dann funktioniert das, was im Moment probiert wird, nämlich wir ziehen mal Qualität top-down rein, funktioniert nicht und dann müssen wir fordern, dass es bitte, bitte, bitte anders gemacht wird. Bitte, bitte, bitte haben wir schon gemacht. Ich habe mehrfach in den letzten Sitzungen darüber geredet und habe gesagt, ich habe mit Bundesvorstandsmitgliedern geredet, ich habe unsere Probleme vorgestellt, es passiert nichts. Ich könnte euch jetzt auch den Grund dafür nennen, aber das wird zu weit führen. Und wir als einer der größten Landesverbände und einer der Landesverbände, die Öffentlichkeitsarbeit für Bundesthemen macht, weil es der Bund nicht macht, wir müssen aufstehen und wir müssen sagen, so geht's nicht. Weil das am Ende immer noch unsere fucking Partei ist und weil ich immer noch Mitglied auch auf Bundesebene bin und weil ich will, dass eine gute Pressearbeit im Bund gemacht wird. Deswegen müssen wir irgendetwas fordern. Ja, vielen Dank, Michel. Dann haben wir, der Tensor war die ganze Zeit im Sprechenraum. Ja, also das Problem ist ja auch noch ein anderes. Und zwar sind die von Frau Gabelmann aufgestellten Regeln ja auch offensichtlich für Sie gar nicht gültig. Wir sind ja immer wieder für formale Sachen kritisiert worden, dass wir nicht über die SG-Presseliste einreichen, dass wir das Metapad nicht führen. Sie führt es selber nicht ordentlich. Wir haben über die SG-Presseliste zum Beispiel einen 1. Mai-Artikel eingereicht. Wir haben einen Nachleseartikel zum 1. Mai eingereicht, nachdem bekannt wurde, dass die Gewerkschaften doch so wild gegen das BGE schießen. Von diesen Artikeln ist nicht mal eine Begründung gekommen, warum die nicht veröffentlicht werden. Ja, das ist das, was mich so total anstinkt. Wenn man mir sagt, okay, das und das und das, ich habe ja von den Artikeln auch einiges geschrieben, ist jetzt nicht tragbar oder ist schlecht formuliert oder dies und jenes, da kommt gar nichts. Ja, da kommt dann, ich lese jetzt mal aktuell aus dem Metapad vor, das wurde geschrieben für die zweiten Artikel am 3. Mai abends wohl, ne? Da steht drin, Achtung, es sind zwei Textvorschläge im Pad, bietet davon einen auswählen, haben wir sogar noch ein Menü gehabt, ja. Wir haben nicht nur ein Essen angeboten, sondern zwei. Und da schreibt Frau Gabelmann dann rein, bitte einen Textvorschlag machen. Lieber Tensor, was soll das bitte? Nein, ich lasse mich bitte mal ausreden. Das sind die Dinge, wo ich einfach sagen muss, die Leute halten sich nicht an ihre eigenen Regeln. Das nächste Ding, der Ersatzartikel, den die Frau Gabelmann dann geschrieben hat, wurde lektoriert von der Frau Semm. Ja, Tensor, wir wissen nicht, ob die in dem Team ist. Das kläre ich, ja, ich höre jetzt auch auf, das kläre ich am Montag in der Redaktionskonferenz. Genau diese Fragen werden da kommen, weil ich arbeite gerne nach Regeln, auch wenn sie mir nicht gefallen, aber dann müssen alle danach arbeiten. Und das passiert ja auch nicht. Vielen Dank. Der Thomas Neu noch im Sprechraum, bitte sehr. Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass mit der Pressearbeit einiges im Argen liegt, das auch nicht erst seit irgendwie 2-3 Wochen, sondern eigentlich schon seit geraumer Zeit. Und ich möchte mal die grundsätzliche Frage aufwerfen, ob dieser Antrag geeignet dafür ist, daran etwas zu ändern. Also ich habe da zumindest meine Zweifel. Zu dem, was Michel Marschin gesagt hat, dass irgendwie zu den Big Brother Awards kein Artikel rausgegangen ist. Also ich habe jetzt mal so nebenbei so ein bisschen in dieses Pressepad geschaut und habe jetzt spontan noch keinen Textvorschlag dort gefunden. Das heißt also, mir ist auch beim Lektorat oder sowas da nichts irgendwie untergekommen. Kann jetzt sein, dass ich da vielleicht auch was übersehen habe, aber wenn natürlich auch überhaupt kein Artikel eingestellt wird, der für die Veröffentlichung vorgesehen ist, dann ist es natürlich auch logisch, dass ein entsprechender Artikel nicht veröffentlicht wird. Da sollten wir vielleicht uns dann auch alle an die eigene Nase fassen, ob die Publikationskanäle funktionieren, ob sie richtig genutzt werden und ob man vielleicht auch dann das entsprechende in das Metapad eingetragen hat, dass da überhaupt ein Lektorat ansteht für einen Artikel, der zur Veröffentlichung steht. Also wie gesagt, es gibt ohne Zweifel gibt es Probleme, aber die
dieser Antrag, glaube ich, wird daran nichts ändern. Ja, gut, vielen Dank an den Thomas. Wir haben jetzt erstmal keine weiteren Wortmeldungen, außer meiner eigenen, die ich jetzt bei der Gelegenheit gerne mal wahrnehmen und nutzen würde. Und ich würde zumindest schon mal vorab rein präventiv quasi C2-mäßig die Sitzungsleitung um Geduld bitten. Angesammelt. Ich würde gerne da einiges, zumindest mal ein paar meiner Gedanken dazu auch mal loswerden wollen. Ich glaube, es wäre gut möglich gewesen, diesen Antrag auch im nicht öffentlichen Teil zu besprechen und zu verhandeln. Dass wir das im öffentlichen Teil gemacht haben, hat zumindest oder trägt das Risiko mit sich, dass da sehr leicht populistisches Kapital draus geschlagen wird. Ich weiß nicht, inwieweit uns das gelungen ist, das zu vermeiden oder eben nicht auf so eine populistische Schiene abzugleiten. Aber es gibt durchaus einige Agenten, die hier zumindest noch mitgeführt wurden. Ich glaube, dass mit diesem Antrag sich viele, viele Dinge vermischen und viele, viele Dinge mitverhandelt werden, die, ich glaube, wir nicht beurteilen, geschweige denn entscheiden können und die uns auch gar nicht zustehen zu entscheiden. Die Bundespresse ist ein ureigener Geschäftsbereich des Bundesvorstands. Damit geht es erstmal los. Natürlich kann man sich Gedanken darüber machen, ob eine Aufgabe gut oder schlecht oder mittel oder besser ausgeführt werden könnte. Das steht jedermann frei. Da kann auch jedermann, hat auch jedermann eine Meinung dazu, genauso wie zu Plakaten, zu Plakatdesigns, zu Schriftzügen oder zu Slogans. Da ist man dann durchaus auch sehr schnell dabei mit dem Urteil. Ich glaube, ja, dass im Bundesvorstand mit dieser ganzen Angelegenheit Fehler gemacht wurden. Möglicherweise hat auch hier der eine oder andere eine Hidden Agenda noch dabei, um irgendwas, was sich mir nicht offen erschließt, noch gerade mit zu erschlagen. Ich kann dem Bundesvorstand sicherlich mit auf den Weg geben, Sachen ergebnisoffen zu diskutieren, sich auch den Diskussionen zu stellen, sich den Argumenten zu stellen und nicht wegzulaufen, wenn Kritik kommt oder wenn die falschen Argumente und wenn die falschen Beiträge laufen, kommen. Ich selber bin auch in vielen Dingen nicht auf der Parteilinie und sicherlich auch nicht gut gelitten, was das angeht. Aber ich stelle mich zumindest immer der Diskussion und ich laufe nie den Argumenten vor den Argumenten weg. Und ich habe überhaupt kein Problem, meinen Standpunkt zu vertreten. Und ich habe auch überhaupt kein Problem anzuerkennen, wenn denn eine Mehrheit gegen mich spricht. Das ist erstmal grundsätzlich kein Problem. Das ist sicherlich ein Versäumnis des Bundesvorstandes, so wie ich es sehe. Ob damit ein bestimmter Zweck verfolgt wird, kann ich nicht beurteilen. Ich finde diesen Antrag in vielerlei Hinsicht bedenklich. Und ich finde in vielerlei Hinsicht bedenklich, wie darauf reagiert wird. Ich habe gestern Abend lustigerweise was über Präventivstrafrecht gehört. Da, wo man dann schon mal auf bloßen Verdacht hin Leute eben mal einbuchten und einkerkern kann. Und ich kriege, jetzt kriege ich mal einen Hals. Ich kriege einen Hals, wenn ich in einem Antrag, den ich abstimmen soll, gleich mal einen Erweiterungstext sehe, wo eine dann mal rigoros, egal ob oder ob nicht, es reicht schon der bloße Verdacht, dass es eventuell so sein könnte, dann entziehen wir das halt mal eben mal im vorauseilenden Gehorsam eventuell. Das ist eine Teil eines Antrags und das ist auch eine Klausel, für die sich diese Partei schämen muss. Und das meine ich ganz ehrlich. Nach allem, wogegen wir sind, nach allem, wogegen wir gerade heute auch noch demonstriert haben, sehe ich hier das mal eben vorab eine eventuelle Beauftragung. Der bloße Verdacht reicht, um dann tätig zu werden. Das ist
ungeheuerlich. Also da fällt mir wenig bei ein. Und sowas ist überhaupt gar nicht, da möchte ich gar nicht drüber abstimmen müssen. Das ist mal das Erste. Eine Wahl. Eine Wiederwahl ist zumindest mal ich will nicht sagen eine Abrechnung, aber ist zumindest mal ein Beleg, ob man gute Arbeit geleistet hat oder nicht. Eine Neuwahl ist immer ein Vertrauensvorschuss, dass man der Person, die man für ein Amt für geeignet hält, dass man der Person vertraut. Man kann sich dabei täuschen. Und es passiert auch häufig. Was bei der Piratenpartei passiert, ist, dass man entweder sich nicht genügend Gedanken macht über die Wahl von Vorständen. Und das gilt für Bund, das gilt auch für Land. Das gilt auch für mich und das gilt auch für den LAVO NRW. Dass man sich dabei offensichtlich so wenig Gedanken macht, weil man nach dem Motto agiert, naja, wenn die Leute uns nicht passen, dann wählen wir sie eben schnell mal ab. Und dann kommt irgendein Abwahlantrag auf einem BPT oder ein Misstrauensantrag oder Ähnliches. Ich kann auch hier nur raten, in Zukunft einfach Augen auf bei der Vorstandswahl. Einfach sich genau zu überlegen und sich die Leute genau anzugucken, die man wählt und nicht nach 3 Monaten zu sagen, ach nee, das, so haben wir das aber nicht gemeint und das war auch so nicht, geplant und ach, da sind wir jetzt aber mal überrascht. Und das Argument zu sagen, ja, es stellen sich einfach nicht genug Leute zur Wahl oder ist ja eine Frage der Alternativen. Nee, dann muss man sich Alternativen suchen. Das geht bei allen anderen Dingen auch so. Die Diskussion, ob hier eine Lilly angemessene gute Arbeit macht, ob irgendwelche Verfahrensweisen in einem Presseteam angemessen, gut, vernünftig, sinnvoll oder nicht sind, die gehören hier gar nicht hin. Die gehören tatsächlich in dieses Presseteam oder in diesen, ja, in diese AG, in diese SG, ich weiß es nicht, in diese Organisationsform, die da vorherrscht. Und da kann mein Aufruf tatsächlich nur lauten, dann muss sich auch eine Lilly der Diskussion stellen und dann muss sich eine Lilly den Argumenten stellen und dann müsste ich auch, aber auch alle anderen, die in diesem Presseteam sind, sich diesen Argumenten stellen und der Diskussion stellen. Wenn die Gräben schon so tief sind, dass eine Diskussion und dass eine Auseinandersetzung auf einer sachlichen Ebene nicht möglich ist, dann sind wir in der Tat da, was eben Alius schon in einem Nebensatz gestreift hat, dann sind wir in der Tat da, wo wir 2010 schon mal waren, wo es darum geht, dass sich Positionen eskalieren, dass sich Positionen in Gräben verfestigen und dass sich Positionen einfach über eine Ja oder Nein, über eine Er- oder Ich-Entscheidung nachher manifestiert. Dann würde sich in der Tat zeigen, dass diese Partei in den letzten 6 Jahren nichts, aber auch überhaupt nichts gelernt hat. Und das wäre der Punkt, wo wir uns ganz andere Gedanken machen müssen, wenn wir tatsächlich uns eingestehen müssen, nee, wir haben Scheißdreck gelernt, interessiert uns aber auch gar nicht. Wir möchten bitte den Shootout haben und der kann nur lauten, einer wird überleben und die Partei ist völlig egal. Es geht darum, ich habe Recht oder er hat Recht und alles andere wird nicht zur Frage gestellt. Das ist eine Partei und das ist eine Entwicklung und das ist ein Zustand, der wäre in der Tat fatal. Ich bitte euch zumindest mal den ein oder anderen Gedanken, ich weiß, diese Rede hat jetzt länger gedauert, aber da waren ein paar Sachen, die haben mir auf dem Herz gelegen. Ich bitte euch zumindest mal ein paar Sachen, da möglicherweise auch nochmal drüber nachzudenken. Ich habe den Michel als Wortmeldung und ich habe danach die Sami und die San im Sprechenraum. Danke übrigens noch für die endlose Geduld. Ja, danke für deinen langen Wortbeitrag, aus dem ich gar nicht so viel rauspulen will, wie ich könnte, weil dann würde ich Türmchen bauen. Und dann reden wir über 5 Themen auf einmal. Aber lass mich über 2 Sachen reden, auch weil ich jetzt den Chat näher beobachtet habe und weil ich dieses Zustimmung hier, Zustimmung da Ding echt spannend und witzig finde. Erster Punkt, du hast über Präventivstrafrecht geredet. Hier geht es nicht um Präventivstrafrecht, hier geht es um Dinge, die alle öffentlich und nachvollziehbar sind. Wo ist hier Präventivstrafrecht? Es geht darum, dass man eine zur Diskussion stehende Person diesem Teil C und auch C2
den ich umformuliert habe, um eine zur Diskussion stehende Person nicht beauftragen soll, sollte es schon Beauftragung geben, diese Beauftragung wieder entziehen soll, Grund von nachvollziehbaren Dingen, die auch erklärt wurden gerade. Also da geht es nicht um Präventivstrafrecht, sondern da geht es darum zu sagen, es gibt einen Antrag und dafür gibt es einen Grund. Zweiter Punkt, und du machst ein riesiges Fass auf, aber ich muss es sagen, ja, es war eine Scheißwahl, ja, es war mal wieder, und zwar geht es jetzt gar nicht um Lilly, sondern es geht generell mal wieder um die Bufo-Wahl. Es war nicht vorbereitet, es gab vorher keinen Kandidaten-Mumble oder ähnliches, es gab wieder Spontankandidaturen, wo ich seit Jahren gegenrede, die hier Anwesenden werden das in der Mehrzahl wissen. Ja, unsere Wahlen sind jedes Mal, wie Amerikaner so schön sagen, a lucky roll of the dice. Entweder man hat eine 6 oder irgendeinen anderen Scheiß. Und die 6 sind halt sehr selten. Dann nehmen wir 20 und die 20 halt. Dieses Unglück bei Wahlen darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Vorstand, der dann einmal gewählt ist, Aufgaben verteilt, Aufgaben abarbeitet, manchmal auch sagen muss, ey, ich habe eine Aufgabe, so wie ich das, du hast es mitgekriegt im Tracker, so wie ich das gestern gemacht habe, scheiße, ich habe eine Aufgabe angenommen und habe sie vergessen, dazu auch mal zu stehen und zu sagen, ich kann gewisse Dinge auch einfach nicht. Es gab vor 6 Wochen, glaube ich, meine Vorstandssitzung. Da haben wir uns hier in Rage diskutiert. Da habe ich mir eine halbe Pulle Whisky bei reingezogen. Habe am Ende alles übernommen, weil ich die Welt retten wollte und musste einen Tag später auf 2 sagen, ey Leute, ich kann das gar nicht alles machen, was ich mir hier notiert habe. Auch das gehört dazu, dass ein Vorstand sagt, nicht alles, was man sich vornimmt, schafft man auch. Und dieser Vorstand ist nun mal gewählt. Ja, das ist so. Und im Moment ist Lilly als die zuständige Bundesvorstand für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und wenn die Öffentlichkeitsarbeit dann schlecht ist, gibt es einen Unterschied zwischen Verantwortung haben und verantwortlich sein. Natürlich ist sie nicht persönlich in allen Punkten verantwortlich für das, was passiert, aber sie hat die Verantwortung dafür zu tragen, dass es besser wird, und ich sehe nicht, dass es besser wird. Und das ist mein großes Problem. Und wir reden nicht von 2 Monaten, sondern wir reden jetzt von einem halben Jahr und wir reden von mehreren Diskussionen, die hoffentlich alle mitbekommen haben. Und ganz wichtig, wir reden über nicht nur 1 oder 2 Mitglieder, wir reden über einen Haufen Mitglieder und wir reden über einen innerparteilichen Frieden und wir reden darüber, dass wir mehr über diesen innerparteilichen Scheiß diskutieren und über Personen diskutieren, als darüber zu diskutieren, gibt es ein Strukturkonzept, gibt es irgendwas, was die Pressearbeit verbessern kann, unabhängig von Personen, und was davon wird unterstützt vom Bundesvorstand, was wird nicht unterstützt. Und wenn ich Bundesvorstand sage, dann leider im Moment so, dass es heißt, dass alle anderen Vorstandsmitglieder sagen, ist mir egal, Lilly ist zuständig, die macht das. Und die einzige Frage, die sich mir hier stellt bei diesem Antrag ist, sind wir als Landesverband NRW zufrieden mit der Bundespressearbeit, ja oder nein? Ich behaupte, das sind wir nicht. Ich bin mehrfach nicht öffentlich auf den Bundesvorstand zugegangen. Es passiert nichts. Also ist jetzt die Frage, gehen wir öffentlich auf den Bundesvorstand zu und sagen wir jetzt, okay, liebe Leute, so geht's nicht weiter, bitte ändert etwas, weil wir dieses innerparteiliche Zerwürfnis nicht mehr länger tragen können, weil es uns keinen Schritt weiterbringt. Ja, vielen Dank, Michel. Nur kurz zur richtigen Stellung, das ist nicht der Text des Antrages. Im Sprechenraum, glaube ich, war in der Reihenfolge die Sami, die Isan, Vaku, wenn mich nicht alles täuscht. Sonst korrigiere mich bitte. Nein, Isan ist vor mir. Ah, okay, dann ist es Isan, Sami, Vaku. Jo. Danke, Isan, bitte. Ich möchte noch gerne zu bedenken geben, Bernd, du hast eben gesagt, dann muss man diskutieren. Glaub mir bitte, und du kennst mich, glaub mir bitte, dass wir Diskussionen bis zum Erbrechen geführt haben mit Lilly. In den Redaktionskonferenzen, privat, per DM, auf allen möglichen unterschiedlichen Ebenen. Und ich selber, ich mag Lilly. Ich habe eine Seite an ihr kennengelernt, die mag ich wirklich richtig gern. Aber trotzdem muss ich sagen, die Arbeit mit ihr ist einfach
extrem schwierig, um es mal ganz freundlich auszudrücken. Und leider ist Lillys Einstellung auch, wenn mir jemand kein Material liefert, dann mache ich auch nichts. Ich bin nur für die Pressearbeit zuständig, aber ich mache nichts. Wenn mir jemand keine Texte einreicht, ich mache nichts. Und wenn wir da nicht irgendwas unternehmen, dass es wenigstens als Signal verstanden werden kann, als Aufruf, dann geht das immer so weiter. Vielen Dank, Isan. Dann wäre jetzt die Sami dran. Ja, Klartext. Das ist etwas, was mir fehlt. Hier wird nur von ganz, ganz wenigen Klartext geredet und der Rest bemüht sich dann wieder, es zu zerreden. Und zwar, bis man überhaupt nicht mehr weiß, ob man Männlein oder Weiblein ist. Es gibt ganz klare Kritikpunkte. Die sind belegbar. Die sind nachhörbar. Der Stil der ganzen Art ist nachhörbar und belegbar. Und dass kein Mensch sich hier traut zu sagen, dass Lilly es eben auch fertig bringt, entschuldige Thomas, aber ich habe es dir schon mal gesagt und es ist meine ehrliche Meinung und nicht nur meine. Nur ich bin nicht zu feig, es öffentlich zu sagen. Deine Art und Weise, mit Rechten zu kungeln, mit Rechten anzubandeln quasi, wie du mit Zusatz umgehst, wie du Rechte retweetest. Das ist uns ein Dorn im Auge. Das wollten wir in der Öffentlichkeitsarbeit sowieso nicht haben. Aber Lilly hat da offensichtlich überhaupt keine Berührungsängste. Und das ist auch etwas, was mir stinkt. Und das muss einfach auch mal gesagt werden. Hab doch verdammt noch mal Mut. Wir können an dieser Partei nicht mehr viel kaputt machen, aber wir können so lange stillhalten, bis sie von alleine kaputt geht. Vielen Dank, Sami. Die Vaku. Danke, Sami. Was ich sagen wollte, geht in die ähnliche Richtung. Bestenfalls hat es vorhin ja schon einmal gesagt, dass Thomas sich schon mal angeboten hatte in dem damaligen Presseteam und freundlich abgelehnt worden ist. Und es wurde ihm eigentlich auch erklärt, warum man eigentlich keine Zusammenarbeit haben möchte. Denn es gibt ein paar Leute in dieser Partei, die tweeten, das könnte die AfD nicht besser. Die retweeten irgendwelche rechten Online-Publikationen und verbündeln sich mit Zusus und noch Schlimmerem, dass ich mich freue, dass es immer noch Leute in dieser Partei gibt, denen das auffällt und die das auch nicht so gut finden, weil sonst wäre ich hier auch ziemlich falsch. Ja, vielen Dank, Vaku. Da ist der Thomas nochmal im Sprechenraum. Naja, weil ja meine Person hier thematisiert wird, will ich da doch noch einen ganz kurzen Satz zu sagen. Und zwar, erstens habe ich ja damals schon in der ersten Grillrunde auch auf die Arbeit, die ich bisher schon für die Piratenpartei im Bereich Öffentlichkeitsarbeit mache, verwiesen. Da möge man mir doch bitte mal zeigen, was daran zu beanstanden gewesen wäre. Ansonsten möchte ich noch mal freundlich darauf hinweisen, dass der Teil, an dem ich hier, wenn überhaupt, mitarbeite, der geht nur um die Nachbearbeitung von Texten, Rechtschreibkorrektur, vielleicht Ausdrucksgeschichten und weniger darum, dass ich jetzt in irgendeiner Art und Weise selber und schon gar nicht meine private, persönliche Meinung in irgendeiner Art und Weise über Parteikanäle verbreite. Also die Gefahr oder das, was hier gerne immer so als Schreckgespenst an die Wand gemalt wird, was ich angeblich ja alles so ganz Schlimmes machen würde, wenn ich denn erstmal in irgendeiner Funktion wäre, die ist einfach alleine durch die Tätigkeit, die ich mache, überhaupt nicht gegeben. Insofern drängt sich mir halt immer wieder der Eindruck auf, dass es eben überhaupt nicht darum geht, welche Arbeit gemacht wird, sondern dass eben einfach bestimmte Personen generell nicht mitarbeiten sollen, und zwar in überhaupt keiner Funktion. Und das ist eben das, wo sich dann für mich auch immer dieser Anspruch der Mitmachpartei so ein bisschen beißt. Und wenn dann hier immer gejammert wird, dass kaum noch jemand mitmachen will und dass das ja alles überall klemmt und wir so wenig Aktive haben und so, und dann kommen halt Leute, wollen gerne was machen, und wenn es halt jetzt nur Rechtschreibkorrektur von Texten ist, und dann ist es trotzdem wieder nicht genehm. Also die Partei möge sich langsam mal ein bisschen entscheiden, was so ihr größtes Problem ist. Ja, vielen Dank, Thomas. Da ist der PR02. Danny, bitte sehr. Schwierig.
Neben der Mitmachpartei, alle dürfen mitmachen und wir diskriminieren nicht nach links, wir diskriminieren nicht nach rechts, alle dürfen alles. Das beißt sich sehr stark mit dem Anspruch einer politischen Partei, welche sich natürlich auch im Parteienspektrum einen bestimmten Platz aussucht. Wenn man jetzt nach Programm und Satzung der Partei geht, und Programm und Satzung der Partei gehen an unterschiedlichen Stellen, werden die ja sehr deutlich. Unter anderem im Programm der Punkt Gemeinsam gegen Rassismus, da wird zum Beispiel Islamophobie, Antisemitismus auch aus der Mitte der Gesellschaft heraus sehr stark verurteilt und jeder Pirat dazu aufgefordert, wann immer, egal wo er jetzt auf diese Ideologien trifft, dagegen aufzustehen und dem auch entschlossen entgegenzutreten. Das, was wir da in letzter Zeit oder auch schon länger aus diesen Kreisen, nennen wir sie mal Zuseko, auch wenn Anwesende da ja nicht mehr Mitglied sein wollen, obwohl sie auf der Webseite als Vorsitzender gelistet sind. Danny, wir verhandeln hier nicht die Zuseko. Aber es geht doch darum, was der öffentlich da kommuniziert als Pirat. Also ich meine, der hat ein riesengroßes Banner Piraten wählen über seinem Account und da läuft regelmäßig laufen Sachen drüber, wie zum Beispiel das Arkadi-Magazin. Das ist von einem NRW AfDler. Wer ist der? Wer ist der? Zum Beispiel über den Account von Thomas lief Arkadi-Magazin, das ist Yannick Nöhr aus NRW, ein AfD-Mitarbeiter, der zusätzlich mit der identitären Bewegung zusammenhängt und dieses Arkadi-Magazin herausbringt. Und das beißt sich halt mit dem, was wir in Programm und Satzung niedergelegt haben. Und entweder sind wir dann eine politische Partei, dann müssten wir in der Verantwortung sein, dazu den Mund aufzumachen, oder wir sind es halt eben nicht. Und dann darf jeder halt in jede Richtung, was er will. Und wir sind alle nur privat hier. Ja, vielen Dank, Danny. Da ist nochmal der Thomas. Ja, der Beitrag von Danny, der zeigt ganz schön, wie auch mit falschen Karten gespielt wird, denn der Beitrag, den Danny da zum Beispiel zitiert, der ging um diese Causa Böhmermann und diese Liste, und das besagte Magazin hatte diese Liste dort veröffentlicht und ich habe lediglich diesen Link auf diese Liste dann durch diesen entsprechenden Retweet verbreitet, etwas, was im Übrigen Zeit Online, ich glaube gestern oder sowas auch getan hat, da hat nämlich ein leitender Redakteur von Zeit Online sich auch mit diesem Fall beschäftigt und genau diesen Artikel eben auch verbreitet. Daraus jetzt irgendwie zu konstruieren oder wie Danny das macht, ich würde regelmäßig dieses Magazin verbreiten, das entbehrt natürlich jeglicher Grundlage und das kann sich auch jeder anschauen. Insofern bitte ich da doch dann ganz eindringlich darum, dann auch mal wieder um auf eine Sachdiskussion zurückzukommen. Und zu dem Punkt mit dem Programm will ich auch noch eine kleine Anmerkung machen. Dieses Programm ist nicht sakrosant, sondern es wird von der Partei immer wieder neu ausgehandelt und natürlich muss es möglich sein, dass Mitglieder auch vom Programm abweichende Meinungen artikulieren können, sofern sie sich eben im Rahmen des Zulässigen bewegen, und das denke ich, steht bei meinen Tweets außer Frage, das möge sich jeder anschauen. Jetzt sozusagen zu sagen, dass jeder, der in irgendeiner Art und Weise etwas hier in dieser Partei tun möchte, der müsste sich zu 100% diesem Programm unterwerfen, denn dann können wir das in Stein meißeln und können dann sagen, okay, wir ändern nie wieder irgendwas an diesem Programm, weil ja jeder Änderungswunsch zwangsläufig dem gegenwärtigen Programm widerspricht. Also so einen Unsinn habe ich selten gehört und so diskutiert auch keine Partei und so findet auch innerparteiliche Willensbildung nicht statt. Vielen Dank, Thomas. Danny, ganz kurz. Direkt darauf meine Antwort. Also das Gemeinsam gegen Rassismus, das macht so ein, für einen Großteil der Partei so ein Grundverständnis aus. Ja, also das ist nichts wie ein beliebiger Programmpunkt, der sich dann vielleicht irgendwann nächste Woche mal ändert, sondern
da bist du an der Essenz des Ganzen, auch der Ethik. Und wenn du meinst, dass gerade in dem Punkt, ja, der ja sehr deutlich formuliert ist, sowohl in der Satzung als auch im Programm eine Änderung sein muss, dann bitte stell doch den Antrag dazu. Ja. Und was ich ja bemängele, ist, dass diese Debatte eben nicht auf dieser Ebene geführt wird, sondern durch Personalentscheidungen, dass Leute dann plötzlich in Posten sind und wie man jetzt hier sieht, an Posten, wo gar nicht die Verantwortung klar geklärt ist, ja, und darüber wird halt so ein bisschen so das Wasser grau gemacht, dass man sagen kann, ah, ja, es ist ja alles nicht so klar, also lassen wir das mal laufen. Nee, sorry, das ist alles ziemlich deutlich und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, dem einen Riegel vorzuschieben. Wie bitte? Wer hat welche Möglichkeit? Ihr als Landesvorstand NRW habt jetzt mit diesem Antrag von WAKO die Möglichkeit zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Danke, dass du das nochmal verdeutlicht hast. Ja, ich würde jetzt auch gerne dieses Zielgespräch zwischen Thomas und Danny abbrechen wollen. Ob das jetzt, sag mal, wer jetzt eine Nuance mehr in welche Richtung steht oder weniger, ich glaube, dass das im Augenblick nicht so richtig zielführend ist. Ich würde gerne, da ich selber auch noch auf der Wortliste stehe, zwei oder drei Sachen noch kurz anmerken wollen. Ich gebe Sammy recht, ja, die Leute tun sich schwer, Sachen deutlich und klar zu benennen. Das ist sicherlich nachvollziehbar und das ist sicherlich manchmal auch ganz vernünftig. Ich weiß nicht, ob du mich damit angesprochen hast. Sicherlich kann man in dieser ganzen Causa Sachen auch nochmal deutlicher benennen. Aber ich sage nochmal ganz deutlich, die Diskussion, die da geführt wird, die ja auch nochmal die alles Mögliche vermengt, die nicht nur gute oder schlechte Öffentlichkeitsarbeit vermengt, die offensichtlich auch nochmal AfD oder darf jemand so eine Aufgabe annehmen, wenn er offensichtlich dort zu verorten ist, etc., wo alle diese Sachen reinspielen, dass da nicht deeskaliert wird, dass da die Diskussion, da die Kommunikation, das Gespräch nicht gesucht wird, das ist schon sehr merkwürdig. Und das ist, das muss ich auch öffentlich sagen, das ist sicherlich ein Versäumnis auf Bufo-Seiten. Und das ist mir auch unbegreiflich, dass der Bufo das so laufen lässt. Sehenden Auges, und das ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Auf der anderen Seite ist es nicht notwendig, dass wir uns öffentlich als LAFO in welcher Form auch immer gegen unseren Bundesvorstand positionieren. Ich weiß, dass Michel das anders sieht, das hat er auch hinlänglich argumentiert, aber ich halte das nach wie vor für ein fatales Zeichen, wenn wir als LAFO NRW sagen, nein, wir werden jetzt mal dir, lieber Bundesvorstand, öffentlich hier die Leviten lesen. Ich glaube nicht, dass es vernünftig ist, ich glaube auch nicht, dass das im Rahmen einer vernünftigen oder einer guten Parteihygiene zu empfehlen wäre. Auf auch nicht mehr an. Und ich sage nochmal, doch, darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass wir endlich mal zeigen, dass wir es besser können und dass wir es besser verstehen und dass wir es besser machen wollen. Und meine Frage auch an die Antragstellerin oder auch an die Unterstützer ist, gibt es denn überhaupt einen denkbaren Weg? Gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, wo ihr einen Kompromiss seht? Weil letztendlich stellt ihr uns in die Eieruhr als LAFO und sagt, so wie Danny das eben gerade nochmal sagte, ja, lieber LAFO, du kannst jetzt das Zeichen setzen. Nur du kannst jetzt das Zeichen setzen und sagen, wo Stopp ist. So, und das ist Ich will das mal bewusst eher im Diffusen lassen. Ich weiß nicht, ob diese Rolle für den LAFO in dem Zusammenhang dann angemessen wäre. Also die Frage nochmal, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, da noch die Gräben zuzuschütten? Gibt es eine Möglichkeit eines Kompromisses? Gibt es irgendeine Lösung aus dieser Falle heraus? So, und jetzt gucke ich mal, wer WM gesagt hat. Das ist natürlich Michel. Dann habe ich drei Leute, vier Leute im Sprechenraum.
Ich weiß, dass Alios und PR02 eher da waren, aber ich habe Vaku gerade direkt angesprochen. Deswegen würde ich Vaku vorziehen wollen, wenn ihr nichts dagegen habt. Alles cool. Also du hattest gefragt wegen des Antrags. Dieser Antrag ist zunächst mal eine Bitte an euch. Wie ihr damit umgeht, das bleibt euch überlassen. Ich weiß aus einigen Gesprächen und Ems, die wir auch schon hatten, dass Michelle interveniert hat bereits beim BUFO, aber das sind Dinge, die man als Basispirat nicht mitbekommt. Deshalb auch dieser Antrag, weil die zweite Intention war, mit diesem Antrag auch ein bisschen Öffentlichkeit zu schaffen. Zum einen über die Missstände, zum anderen aber auch, dass unser Landesvorstand hinter seinen Mitgliedern steht, die so einen Antrag stellen, die teilweise hier schon mit Austritt drohen, wenn sich nicht endlich was tut. Also das war eigentlich so die Intention dahinter. Ich habe Teile von euch vorher gezeigt, was ich da beantrage. Ich habe von Michelle ein Go bekommen, sonst hat sich niemand von euch geäußert und deswegen habe ich diesen Antrag gestellt. Ja, du hast natürlich jetzt bist nicht auf die Kompromissfähigkeit eingegangen, aber trotzdem danke für den Beitrag. Michelle, ich weiß nicht, ob du vor Alios und bestenfalls warst. Ansonsten würde ich den Sprechenraum. Den Sprechenraum zuerst. Alles klar, dann den Alios, bitte. Ja, auf deine Frage. Also ich sehe jetzt im Moment auch keine andere Möglichkeit als dieses Eskalationsmittel, also im Prinzip, was Wagner schon gesagt hat, was auch vorher schon kam, es wurde in der Redaktionskonferenz im Rahmen des BUFOs gesprochen. Es wurde sozusagen informell, hat Michelle ja gesagt, vom Landesvorstand, mit dem Bundesvorstand gesprochen. Das hat alles nicht wirklich gefruchtet. Deswegen finde ich diesen Antrag gut, genau aus den Gründen, warum Vaku das gesagt hat. Damit könnt ihr jetzt erstmal öffentlich sozusagen ein Meinungsbild machen zu verschiedenen Punkten in diesem Themenkomplex und euch dann ja auch überlegen, wie ihr damit umgeht. Also ob ihr sozusagen Michelle von der Kette lasst und in die öffentliche BUFO-Sitzung schickt, ob ihr euch vielleicht auch nochmal mit anderen Landesvorständen besprecht und dann zusammen mal mit dem BUFO nochmal in Klausur geht, vielleicht auch in einem nicht öffentlichen Teil, vielleicht auch im Gepäck mit gewissen Konsequenzen, die ihr daraus ziehen wollt, sollte sich da nichts tun oder keine Aussicht auf Besserung ergeben. Und das wäre sozusagen mein Vorschlag. Also diesen Antrag jetzt demnächst mal abzustimmen, vielleicht auch modular, damit man so ein Meinungsbild erstmal hinkriegt, wie ihr das seht, neben dem, was ihr einzeln schon gesagt habt. Und dann könnt ihr euch ja tatsächlich überlegen, nochmal intern, wie ihr diesen Beschluss dann umsetzt. Vielen Dank, Alios. Den besten Preis. Ja, ich möchte dann doch noch zwei Anmerkungen sagen. Irgendwie scheint da was nicht klar zu sein. Also wir haben immer wieder Angebote zur Diskussion, Zusammenarbeit gemacht von der Bundespresse. Und es gab unzählige Diskussionen und ich fange mal damit nur mal an, dass die Bundespresse einen einwöchigen Termin beibehalten wollte und der ist einfach von der politischen Geschäftsführerin abgelehnt worden und damit war das für sie durch. Es werden sämtliche Brücken eingerissen. Nur als Beispiel, es wird behauptet, dass also Material fehlen würde und dass nicht genug Vorlagen für Texte da sind. Das ist totaler Bullshit. Viele Texte waren mehr als pünktlich da und sind schlichtweg abgelehnt worden, ohne Begründung. So, dass natürlich viele Menschen, die seinerzeit noch motiviert waren und mitgearbeitet haben, sicherlich das nicht mehr sein können. Und also von daher, ich bitte da doch über die Ernsthaftigkeit nachzudenken. Eine Öffentlichkeitsarbeit findet seit einem halben Jahr bei der Bundespiratenpartei schlichtweg nicht mehr statt. Ja, vielen Dank bestenfalls. Und jetzt ist noch ein Paraneues in den Sprechenraum gekommen. Bitte sehr. Hallo, guten Abend. Hier ist der Rainer aus Dortmund. Ich möchte den Vorstand bitten, dem Antrag
zuzustimmen und Michelle von der Kette zu lassen. Also es gibt echt viel, viel mehr Aufruhr und Ärgernisse über das, was in den letzten Wochen passiert ist. Es wäre viel schlimmer, wenn wir da jetzt nichts machen würden. Tut mir leid, dass ich so aufgeregt bin. Überhaupt kein Problem. Vielen Dank für deinen Wortbeitrag. Und dann war noch Michelle in der Rednerliste. Bitte sehr, Michelle. Ja, ich muss noch schnell machen. Der Kleine muss gleich ins Bett. Mich von der Kette lassen. Was heißt das denn? Ich will gar nicht von der Kette gelassen werden. Alles, worum es geht, ist halt bei der nächsten BUFO-Sitzung den Antrag quasi weiterzureichen. Aber ist egal. Ich habe eigentlich nur noch einen Punkt. Also dass Alios, der nun wirklich als sehr bedacht und sehr zurückhaltend und so weiter bekannt ist, ich zitiere mal, kein anderes Mittel mehr sieht als die Eskalation. Das sagt einiges, glaube ich, über die Situation aus. Nicht über den Antrag, aber über die Situation. Egal, also, ich habe einen Alternativantrag ins Pad geschrieben. Ich lese ihn auch gerne nochmal vor, der ein bisschen umformuliert ist. Hoffentlich das trifft, was doch in Mehrheit beschließen könnten, weil mir geht es tatsächlich nicht um diesen Antrag, sondern mir geht es um die Sache. Ich lese das mal eben vor. Der Landesvorstand stellt fest, dass der Bundesvorstand seinem satzungsgemäßen Auftrag, siehe 1, die Partei nach innen und außen zu vertreten, in nicht zufriedenstellendem Umfang nachkommt. Das ist aus dem Original. Insbesondere in der Vertretung nach außen sieht der Landesvorstand deutliche Mängel. Um diese Mängel zu beheben, erster Spiegelstrich, fordert der Landesverband Nordrhein-Westfalen den Bundesvorstand hiermit auch öffentlich auf, bei nächstmöglicher Gelegenheit die Mängel in der Öffentlichkeitsarbeit zu beheben. Was ein Rekursivum ist, das weiß ich, aber ich weiß gerade keine bessere Formulierung. Spiegelstrich, um diese Mängel zu beheben, fordert der Landesverband Nordrhein-Westfalen dem Bundesvorstand dazu auf, die Verantwortung für die Pressearbeit neu aufzuteilen. Und dritter Spiegelstrich, um diese Mängel zu beheben, empfiehlt der Landesverband Nordrhein-Westfalen dem Bundesvorstand, das natürlich heißen, dass... Warte, das wollte ich von oben runter kopieren. Entschuldigung, das Pressekonzept der Bundes-PR. Und wir können über alle einzelnen Spiegelstriche einzeln abstimmen. Mir geht es darum, dass es überhaupt ein Signal an den Bund gibt, dass wir irgendeinen dieser Punkte positiv abstimmen und dass der Bundesvorstand mitkriegt, dass er nicht in seinem eigenen Saft kocht, sondern dass es die Länder sehr wohl was angeht, dass die Pressearbeit im Bund richtig scheiße ist und dass auch wir darunter leiden und dass auch diese ganze Diskussion mit, naja, wie viel Prozent haben wir jetzt in Schleswig-Holstein, ja oder nein, und ist die Bundespresse wirklich ein Thema, über das wir reden sollten, oder sollten wir eher über Wahlergebnisse oder Ähnliches reden, dass das alles scheißegal ist. Solange eine Partei keine vernünftige Öffentlichkeitsarbeit macht, kann sich die Basis den Arsch aufreißen, dann passiert beim Wähler genau gar nichts. Entschuldigung, dass ich das so drastisch sagen muss, aber die Öffentlichkeitsarbeit einer Partei ist eine der wichtigsten Punkte. Und wenn es da einen Bottleneck gibt, egal ob der an Personen oder Konzepten hängt, dann geht es uns als Landesverband sehr wohl was an. Und da müssen wir auch öffentlich was dazu sagen. Ja, dann habe ich nur noch mich selber in der Rednerliste. Ich würde gerne zumindest noch zwei Anmerkungen machen wollen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Ist mir zumindest wichtig, das noch zu sagen. Also ich kann diesen Antrag nachvollziehen. Ich kann die Unzufriedenheit nachvollziehen. Ich kann diesen Antrag komplett nachvollziehen. Ich war bei unseren Sprechstunden dabei, wo diese Sachen auch hinlänglich diskutiert worden sind. Ich habe ein Problem damit, dass ich hier letztendlich über eine Aufgabenverteilung abstimmen soll, wo ich noch nicht mal die Gegenseite gehört habe, wo ich quasi ein Plädoyer für die eine Seite gehört habe, die sich immer, wo sämtliche, zumindest mal ein Großteil der Verfehlungen genannt wurden, die ich erstens nicht auf Inhalt quasi verifizieren kann und wo es überhaupt keine Einlassung vom Bund gibt, wo es überhaupt keine Einlassung von der angesprochenen Person gibt. Das finde ich grundsätzlich problematisch. Und damit befinde ich mich natürlich schon in einer
Zwickmühle, in einer sehr unangenehmen Position. Es geht natürlich auch darum, am Ende eine Einheit des Landesvorstands zu demonstrieren, die durch Michel quasi der da meinungstechnisch vorweg marschiert. Ja, das wäre es erstmal soweit. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich frage nochmal die beiden anderen Vorstände, die sich bisher nicht geäußert haben. Der Basti hat sich vorhin mit einem kurzen Redebeitrag eingebracht. Der Elder hat noch gar nichts gesagt. Ansonsten würde ich noch um die letzten Wortbeiträge des Vorstands bitten. Ja, ich schalte mich da jetzt mal ein bisschen mit ein. Also ich habe das Ganze natürlich jetzt verfolgt, interessiert, verfolgt auch noch. Vor allem, weil ich ja auch schon seit einigen Wochen auch das Geschehen natürlich auch in der Bundes-PR beziehungsweise auch in der AGÖA, das mache ich ja schon seit einigen Monaten auch schon, da auch mitbekomme. Ich habe diesen Antrag auch gesehen, habe den auch in großen Teilen für gut befunden, habe auch einige Sachen gesehen, die mir selber auch natürlich Bauchschmerzen bereitet haben. Diese finde ich aber jetzt auch anhand der Diskussion, die jetzt auch kam, und da sind auch viele Sachen, die mir im Argen lagen, sind auch anders genannt worden. Deswegen habe ich mir auch nicht weiter eingeschaltet. Vieles ist da auch genannt, gut und richtig. Einige Sachen, wo ich mir selber sagen kann, das haut nicht so ganz hin. Ich kenne auch die Begründungen dann, ich habe auch einige Sachen gesehen, die natürlich dann im Vorfeld zu diesem Antrag auch passiert sind, auch bemerkt, und denke mal, dass ich mir da auch jetzt auch ein Urteil zu bilden kann. Ich würde ganz klar, und da bin ich also Michel auch dankbar, dass er jetzt da einen Vorschlag hier unterbreitet hat, dem ich voll und ganz zustimmen kann, denn ich sehe in diesem Antrag da jetzt auch keine Gründe mehr, mich dem irgendwie zu entziehen oder enthalten oder dagegen zu stimmen. Und ich würde diesen Antrag auch sofort mittragen und würde da natürlich auch gerne dann auch um Zustimmung bei euch noch mitwerben. Ja, vielen Dank, Elder. Basti, bitte sehr. Ich muss aufpassen. Das muss ich anmerken. Ich finde den Umgangston in diesen Foren und auf Twitter, was hier parallel läuft, das ist unglaublich, wie erwachsene Menschen sich in einer Beschäftigungstherapie oder betreuter Midlife-Crisis, also ich bin wirklich erstaunt. Leute, wir sind alles erwachsene Menschen und da wird sich da angefeindet und ein Umgangston, das ist teilweise ekelhaft. Das nur dazu. Ich danke Michelle aber für den Alternativantrag und soweit die Möglichkeit besteht, die einzelnen Unterpunkte einzeln abzustimmen, könnte ich mich mit diesem Antrag auch teilweise abstimmen. Ja. Anfreunden, Entschuldigung. Gut. Dann haben wir keine Wortmeldung mehr im Vorstand selber. Wir haben auch niemanden mehr im Sprechenraum. Dann können wir tatsächlich zur Abstimmung kommen. Wir haben zwei konkurrierende Anträge. Einmal den sonstigen Antrag von WAKO mit 282241 mit 5 Modulen, davon 2 auch nochmal konkurrierend wohl. Und wir haben einen Alternativantrag von Michel, der auch modular abgestimmt werden wollte. Dann würde ich sagen, wir stimmen mit einfachem Quorum, ob wir den Antrag von WAKO weiter behandeln wollen oder den Antrag von Michel. Wir werden nicht die Module gegeneinander auswürfeln, sondern den Antrag in Gesamtheit gegeneinander stellen und danach die Module jeweils abstimmen. Trifft dieses Verfahren auf Zustimmung? Hat jemand noch Fragen zu diesem Verfahren? Und ich sehe WAKO im Sprechenraum. Bitte, WAKO. Ich freue mich über mich als Alternative und würde meinen Antrag der Einfachheit halber dann zurückziehen. Ja, ich frage dich noch. Das heißt, du ziehst jetzt deinen Antrag 282241 zurück. Unter der Voraussetzung, dass ihr den von Michel bestellten Antrag abstimmt, ja. Der würde dann eben alternativ jetzt behandelt werden und abgestimmt werden, ganz genau. Dann ziehe ich zurück.
Ja, gut, vielen Dank, Vaku. Damit ist der Antrag 282241 zurückgezogen. Das heißt, wir brauchen diese beiden Alternativanträge nicht gegeneinander abzustimmen. Gleichwohl bleibt die modulare Abstimmung innerhalb des Alternativantrages von Michel, der sich im Pad auf Zeile 184 befindet und als Alternative zu Antrag 282241 dient. Dann würde ich jetzt die einzelnen Module zur Abstimmung stellen wollen, wenn da nicht noch jemand irgendwelche Fragen und Anmerkungen hat. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich kopiere das nur eben rum, nicht, dass du dich wunderst. Wie bitte? Was? Kopiere das nur eben um, unten, weil das ja jetzt ein eigener Antrag ist. Nicht, dass du dich wunderst. Ja, okay. Willst du erstmal deine Kopiearbeiten fertig machen oder wollen wir trotzdem abstimmen? Bin in einer Sekunde fertig. Dann warten wir selbstverständlich die Sekunde. Und ich gehe mir ganz kurz mal eine Flasche Wasser holen. Ja. Damit wir auch dokumentieren können, dass der eine zurückgezogen ist. Glaube ich hin. Jetzt muss jemand von den Protokoll-Nerds mir sagen, ob ich alles richtig gemacht habe. Ab Zeile 247. Sieht großartig aus. So, ich sehe Zeile 247, sonstiger Antrag, Titel Bundespresse. Antragsteller M. Marsching. Nee, die Abstimmung ist, glaube ich, modular, ne? Also je Spiegelstrich. Ja, wir können jeden Spiegelstrich einzeln abstimmen. Wenn keiner davon abgestimmt wird, dann ziehe ich natürlich den Rest auch zurück, weil der Rumpf ist natürlich Schwachsinn. Ja, naja gut, also die Präambel geht ja direkt auch dann mit dem ersten Spiegelstrich und würde dann fortwährend immer für jeweiligen Spiegelstrich gelten. Genau. Ja, dann stimme, wie gesagt, nur da die Spiegelstriche ab. Irgendjemand schreibt da schon A rein, B und C. Dann brauchen wir nur das Ergebnispanel dann unter dem jeweiligen Spiegelstrich, denke ich, ne? Ich formuliere den ersten Satz eben noch. Wartet doch mit dem einzelnen Reinkopieren unter den Spiegelstrichen, ob nicht alle drei Abstimmungen gleich ablaufen. Dann spart euch die Arbeit. Ja, ich würde es trotzdem formell korrekt machen und zwar dann vollständig machen. Du hast recht, das wäre sicherlich einfacher, aber lass es uns vollständig machen. Danke für den Beitrag, Schreibi. Technokrat. Technokrat. Raido Falli. Wäre es nicht vielleicht sinnvoll, diese Menge zumindest in Stichpunkten irgendwie nochmal in den Antrag mit aufzunehmen? Da steht jetzt halt nur deutliche Menge. Ja, das war tatsächlich meine erste Frage, was denn diese Mängel wären. Und dann wurde alles Mögliche nochmal genannt. Ja, das wäre eine Frage an den Antragsteller. Michel. Ja, wenn die Anwesenden eben ins Pad springen, ich mache da gerne Klammern hinter, dann könnt ihr die Klammern eben jeder einen Satz reinschreiben. Ja, wie gesagt, es muss ja nicht abschließend sein, nur dass man schon mal grob weiß, was eigentlich der Plan ist. Ja, ich schreibe Beispiele und ihr geht jetzt ins Pad, liebe mir gerade zur Seite gesprungenen und schreibt jeder ein Stichwort da rein und dann haben wir ein paar Beispiele. Ins Pad, wohlgemerkt, nicht ins Bett. Und der Alias im Sprecherraum. Ins Bett muss das Kind, und zwar dringend. Ja, dann gib Gas. Ansonsten würde ich auch dem Vorstand das Vertrauen aussprechen, dass er der Diskussion in diesem Raum hier gut gefolgt ist und die Mängel aufgenommen hat. Aber wenn ihr jetzt was reinschreibt, ist das auch gut. Entschuldigung, ich musste ganz kurz weg. Ein gerade was ganz Wichtiges war, Entschuldigung.
haben nur noch vollstes Vertrauen von Alios mitgekriegt. Von Alios nehme ich gerne das vollste Vertrauen, von der Kanzlerin nicht. Ja, okay, nicht. Alles klar. Vielen Dank. Wir haben Beispiele, nicht veröffentlichte Texte, Ausschluss bisher Mitglied des Presseteams und Grundmitteilung eines Grundes. Reicht das an Beispielen? Kein Widerspruch, dann würde ich jetzt den Antrag, der abzustimmen ist, oder vielmehr das Modul, das jeweils abzustimmen ist, nochmal vorlesen. Ich würde das auch positiv abstimmen wollen, also mit expliziter Angabe Ja, Nein, Enthaltung und nicht die Blockabstimmung, die wir vorhin gemacht haben, nur dass jeder weiß, was auf ihn zukommt. So, wenn der Antrag jetzt fertig ist, Michelle, und von dir quasi freigegeben kann, dann können wir das jetzt machen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann ist es so. Also Antrag von Michelle, der Landesvorstand stellt fest, dass der Bundesvorstand seinem satzungsgemäßen Auftrag, die Partei nach innen und außen zu vertreten, in nicht zufriedenstellendem Umfang nachkommt. Insbesondere in der Vertretung nach außen sieht der Landesvorstand deutliche Mängel. Beispiele: keine PR zu wichtigen bundespolitischen Themen, nicht veröffentlichte Texte, Ausschluss bisheriger Mitglieder des Presseteams ohne Grund oder Mitteilung eines Grundes. Das wäre der Vorspann, quasi die Präambel. Um diese Mängel zu beheben, Modul A, fordert der Landesverband NRW den Bundesvorstand hiermit auch öffentlich auf, diese Mängel in der Öffentlichkeitsarbeit sofort anzugehen. Wir stimmen ab, dieses Modul A, und ich frage von oben nach unten ab. Bastian? Ja. Elder? Ja. Moment, ich sehe gerade, Ralf Pahl im Patchet wurde noch ergänzt. Was wurde ergänzt? So, demokratische Beschlüsse der Bundespresse wurden ignoriert. Nee, Leute, das machen wir jetzt mal nicht so. Wir finden uns gerade in der Abstimmung. Und die Leute konnten nicht ins Pad schreiben, ich übernehme nur, was da rechts steht. Entschuldigung. Wir haben aufgefordert, ins Pad zu schreiben. Die Leute schreiben es gerade ins Pad, können nicht selber reinschreiben, schreiben in den Chat, ich übernehme es. Gut, ich kann es jetzt aufhören, wenn du willst. Ja. Ja, wir müssen irgendwann abstimmen. So, und in dem Augenblick, wo wir abstimmen, dann werden die Anträge nicht mehr ergänzt. So, und wenn wir den Antrag jetzt schließen, ich habe dich gerade gefragt, ob das der Antrag ist und ob du den so freigibst, und dann habe ich abgestimmt. Also frage ich jetzt nochmal, ist das jetzt der Antrag, den wir abstimmen, ja, nein, oder wird der nochmal ergänzt werden müssen? Da ich jetzt gerade meinem Sohn nicht seine Zahnbürste gebe und mitbekomme, dass du mich fragst, ja, nein, ist das jetzt reichen. Der Antrag? Ja. Danke. So, also dann nochmal von vorne. Der Landesvorstand stellt fest, dass der Bundesvorstand seinem satzungsgemäßen Auftrag, die Partei nach innen und außen zu vertreten, in nicht zufriedenstellendem Umfang nachkommt. Insbesondere in der Vertretung nach außen sieht der Landesvorstand deutliche Mängel. Beispiele: keine PR zu wichtigen bundespolitischen Themen, nicht veröffentlichte Texte, Ausschluss bisheriger Mitglieder des Presseteams ohne Grund oder Mitteilung eines Grundes, demokratische Beschlüsse der Bundespresse wurden ignoriert, keine SEO-Bearbeitung von Texten. Um diese Mängel zu beheben, Modul A, fordert der Landesverband NRW den Bundesvorstand hiermit auch öffentlich auf, diese Mängel in der Öffentlichkeitsarbeit sofort anzugehen. So, und ich frage nochmal positiv ab, von oben nach unten. Der Bastian als erstes. Ja. Der Elder. Ja. Der Michel. Als Antragsteller, ja. Von mir gibt es eine Enthaltung. Ich danke für die Abstimmung. Modul B. Um diese Mängel zu beheben, Modul B, fordert der Landesverband NRW dem Bundesvorstand dazu auf, die Verantwortung für die Pressearbeit neu aufzuteilen. So, und ich frage wieder positiv ab, von oben nach unten. Der Bastian? Dagegen. Der Elder? Dafür. Der Michel? Dafür. Von mir gibt es eine Enthaltung. Um diese Mängel zu beheben, Modul C, empfiehlt der Landesverband NRW dem Bundesvorstand das Pressekonzept der Bundes-PR. Ich frage wieder positiv von oben nach unten ab. Der Bastian als erstes. Dafür. Der Elder. Dafür. Der Michel. Dafür. Von
von mir gibt es wieder eine Enthaltung. So, das würde nach der Beschlussfähigkeit bedeuten, dass alle drei Module angenommen worden wären. 2-1 bei einer Enthaltung. Auch Modul B wäre damit angenommen, wenn ich das richtig sehe. Das siehst du richtig, ja. Meine ich doch, ne? So, gut, alles klar. Dann danke ich dem Landesvorstand, dann danke ich den Teilnehmern im Sprechen- und Zuhörerraum für die angeregte Diskussion. Ich hoffe, wir haben sie einigermaßen manierlich hier über die Bühne gekriegt. Kann mitteilen, dass alle drei Module angenommen wurden, dieses Alternativantrags von Michel. Und danke erstmal soweit dem Vorstand. Dann haben wir, was haben wir denn noch? Umlaufbeschlüsse, was kommt denn da noch ins Blickfeld? Ein Finanzantrag 280196 Ölbergfest. Antragsteller Olli, Unterstützer Stefan Franz Rudolf. Lieber Landesvorstand für den Infostand Wuppertaler Ölbergfest am 16.06. Beantragen wir aus dem Budget des VKV Wuppertal 400 Euro, unter anderem für Grillgut, Holzkohle, Grillanzünder, Toastbrot, Gemüse. Danke im Voraus. Ist der Antragsteller oder einer der Antragsteller oder Unterstützer da und kann den Antrag nochmal erläutern? Der ist schon fertig. Ach du Lieber, das habe ich schon gar nicht gesehen. Läuft das unter Umläufe? Da ist der. Ja, sorry. Dann bitte ich um Verzeihung. Dann gab es nur noch Umlaufbeschlüsse. Die werden, glaube ich, sowieso eingelesen oder vorgelesen oder sind das sogar schon. Jedenfalls können wir da überspringen. Wir haben das Thema Sonstiges, eines meiner Lieblingsthemen, nämlich Postkartenaktion an Dorobert. Und offensichtlich hat der Elder damit zu tun. Bitte mal. Bitte sehr, Elder, was hat es mit Dorobert auf sich? Ja, mit Dorobert ist jetzt unser, ich sag mal so, da sie ja nun mal die Bundesbeauftragte jetzt gerade ist, ist sie nun mal damit jetzt beschäftigt. Die Idee kam aus, ich glaube aus Bayern war das, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, zumindest wurde sie im Team PolGF nach vorne gebracht und wurde da jetzt auch an die anderen Länder jetzt weitergegeben und das mache ich dann jetzt quasi stellvertretend dafür drin. Und zwar gibt es die Idee, die tollen Postkarten, die vom Bund aus auch mit den mit den Bescheinigungen da rausgegangen ist, sind, die vielleicht etwas zu nutzen. Und zwar da auf diesen Postkarten irgendwie das mit dem Briefgeheimnis thematisiert wurde und die Frau Dorobert nun mal da die beste Empfängerin ist für solche Geschichten, dass wir unsere Mitglieder dazu anhalten können oder nicht nur Mitglieder, sondern auch Leute auf der Straße, die Sorgen und Nöte, die einige Menschen haben, was das Briefgeheimnis im Internet angeht, einfach mal auf diese Postkarte zu schreiben und ihr dann persönlich nochmal zuzuschicken. Das Ganze ist dann als grob geplant für den Sommer, also für Juli, August herum, das dann nochmal zu machen und soll auch vom Bund aus etwas begleitet werden. Ich hoffe darauf, dass natürlich die Öffentlichkeitsarbeit dementsprechend dann auch läuft. Und zwar soll es speziell nicht, und das war ja auch mein Vorschlag, der dann aber auch sofort wieder weg war und auch von mir aus jetzt auch nicht so toll empfunden wurde, eben nicht im Gesamten abzuschicken, das heißt also nicht als Paket zu sammeln und dann einfach mal ihr als Paket zuzuschicken, sondern dass wirklich einzelne Postkarten bei ihr direkt ankommen. Da gibt es immer wieder die Rückfragen zu, wie viele Postkarten aus den verschiedenen Landesverbänden benötigt werden oder überhaupt aus den ganzen Verbänden, die wir dann sonst da haben. Beziehungsweise wie das dann nochmal vonstatten geht. Und da hätte ich dann schon gerne Input auch von hier dann. BM. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück ins Mumble. Ich war in seinem Pad. Tut mir leid, der Michel hat schon WM gebrüllt. Also bitte, Michel. Naja, Schreibi war vor mir im Sprechen. Das habe ich nicht hingekriegt und selbstverständlich hat dann Schreibi das vor euch. Schreibi, bitte. Ja, 5 Jahre Landtag sollen ja nicht umsonst gewesen sein. Also die Erklärung, was passiert mit so einer Postkartenaktion ist, Dorobert geht in ihr Vorzimmer, sagt ihrem persönlichen Mitarbeiter Bescheid, sagt, sortier die Scheiße, sag mir ungefähr, wie viel es waren, danke. Dann nimmt man diese Karten, bündelt die zusammen und wirft sie in den Müll.
Ihr könnt das natürlich gerne machen, ihr könnt auch gerne eine PM zuschreiben. Aber de facto ist es egal, ob du 2 Postkarten schickst oder 500. Sie landen im Vorzimmer, werden ausgefiltert. Abgeordnete haben für so Kokolores einfach keine Zeit. Ich weiß das von ungefähr 2 Postkartenaktionen und 1400 Postkarten, die ich aus der Post raussortiert habe. Und weggeworfen hast. Und dann weggeworfen habe. Vielen Dank für den qualifizierten Beitrag, Schreibi. Michel. Ja, im Optimalfall macht das die Poststelle. Also für den Vorsitzenden hat das nicht die Mitarbeiterin gemacht. Aber tut mir leid, Schreibi, du musstest ja auch irgendwie beschäftigt werden. Nein, Spaß beiseite. Ja, Postkartenaktion, schön und gut. Einziger Punkt bei einer Postkartenaktion, der wirklich was bringt, ist, sie gesammelt abzugeben. Dann kriegst du nämlich Presse. Wenn du es einzeln schickst, bringt es überhaupt nichts. Ja, du mich auch. Verdammter Pet-Chat, Mumble-Chat. Also, da bringt überhaupt nichts, die Einzel zu schicken, erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn, dann bitte was Koordiniertes gemeinsam. Dritter Punkt, frage ich mich gerade, warum wir da jetzt, also ich verstehe, wollen wir daran teilnehmen? Ja, können wir machen. Wie viele Postkarten wollen wir einsetzen? Ich wage mal zu behaupten, dass ich aus erster Hand weiß, dass die Verteilung von Materialien im Landesverband extrem schwer ist und dass ich mich gegen jede Lösung aussprechen werde, die sagt, wir kaufen mal gesammelt 5000 Postkarten und verteilen die dann. Da bleiben nämlich 4700 im Lager liegen. Wofür haben wir so einen P-Shop? Da sollen die Leute da ihre Postkartenpäckchen kaufen. Das Einzige, was wir hier abstimmen könnten, wäre tatsächlich zu sagen, der Landesverband finanziert eine Summe X, aber für sowas gibt's eigentlich auch Budgets bei den VKV und so weiter. Rite of Parley, wenn es um Brennwert geht, ne, kann ich ein paar Jahre mein Haus heizen mit damit. Also bitte, bitte keine Einzelpostkartenaktion, das bringt überhaupt nichts. Ja, dann rufe ich mich gerade mal auf. Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden oder sagen wir so, nur so sagen wir, überschlägig verstanden, worum es da eigentlich geht. Ich halte den Effekt auch für zweifelhaft. Also ich bezweifle, dass damit irgendwie irgendwas erreicht wird, noch nicht mal Öffentlichkeit, denke ich mal. Ich würde aber zur Not mich bereit erklären, ein Autogramm von ihr anzufordern per Postkarte. Also da hätte ich schon Bock drauf, da hätte ich auch kein Problem mit. Sami. Ja, im Prinzip hat der Schreiber natürlich recht. Aber wir machen ja vorher Folgendes. Wir haben Infotische oder Stände und haben da die Postkarten und bitten Passanten, diese Postkarten nicht zu unterschreiben, sondern einen kurzen Satz oder einen kurzen Text dazu zu schreiben. Das heißt, wir kommen ins Gespräch mit Leuten, wir sind sichtbar und wir können darüber diskutieren. Das halte ich dann für sehr sinnvoll als Aktion, wenn wir denn überhaupt so viele Leute zusammenkriegen, die auch in der Lage sind, Infotische zu machen. BM. Ja, da warst du schneller als ich. Bitte. Ja, ich mache so ganz kurz auch Postkarten, die ich auf der Straße mit Leuten ausfülle oder von Leuten ausfüllen lasse, kann ich sammeln und gesammelt abgeben. Diese einzelne Postkartenaktion bringt leider genau gar nichts. Das Einzige, was man mit sowas erreichen kann, ist, ich habe 10.000 Postkarten und kipp die vor irgendein Ministerium und davon gibt's Fotos und so weiter. Das ist das, was an Mehrwert bei sowas rauskommt. Lasst es euch einfach nach 5 Jahren Landtag sagen. Michel, da haben wir uns irgendwo missverstanden. Ich meinte selbstverständlich, dass wir die Postkarten sammeln und dann auch dahin loswerden. Aber wir lassen sie ja von den Leuten auf der Straße ausfüllen und reden mit ihnen. Du meinst, es ist quasi als Aufhänger, um dann an Infoständen vor Ort in den einzelnen Regionen ins Gespräch zu kommen? Ja, sicher. Alles klar. Mein Wortbeitrag hat sich erledigt, der von Basti auch. Der Elder ist noch dran, aber Schreibi kam zuerst dran. Schreibi, entschuldige das mit dem qualifizierten Beitrag. Das war nicht angemessen, sorry. So, bitte. Ja, qualifiziert und so. Autogrammkarten sind übrigens die Quelle alles Bösen. Da muss man sich mit befassen. Die schickt man dann auch gerne wieder zurück. Die machen Arbeit. Wenn ihr das macht, nehmt 100 Autogrammkarten und bastelt sie vorher so, dass ihr anschließend aus den 100 Autogrammkarten ein schönes Bild machen könnt, wo jedes einzelne unterschrieben ist. Und wenn man sie aneinander klebt, eine große Wand, steht da drauf, ich habe von Computern keine Ahnung, Bürobär. Das könnt ihr machen.
Ich wollte ein Autogramm mit Widmung haben, dachte ich. Ja, dann kommt deine unten rechts in die Ecke. Aber egal, der Elder ist dran. Danke sehr, Schreibi. Ja, also ich finde es gerade super, wie es jetzt hier gerade mitnimmt, und ich nehme auch viele Eindrücke jetzt auch mit und auch neue Ideen, die ich dann jetzt auch im nächsten Teamfolge öfter mit reinbringen kann. Also ja, genau aus dem Grunde, wie ihr es ja genannt hattet, dass die Postkarten quasi nur noch verheizt werden. Aus dem Grunde hatte ich mich auch eigentlich dagegen entschieden. Mir wurde aber gesagt, es würde dann mehr Eindruck schinden, aber ich lasse mich da gerne besser belehren. Ich habe da jetzt keine Erfahrung, was das angeht. Wo ich jetzt natürlich jetzt auch, ich glaube, das war jetzt von dir, Bernd, beziehungsweise Schreiber hat es ja nochmal mit aufgeführt, diese Autogrammaktion, das wäre auch so der Stil, den ich da mir auch noch denken könnte, weil die, klar, die machen zum einen erstmal Arbeit, das heißt, diejenige muss sich damit beschäftigen. Also es muss irgendwas passieren sozusagen auch, und vielleicht kommt da was, ich weiß nicht, ob die auch dazu verpflichtet ist, Autogramme rauszugeben, ich denke mal nicht, aber man kann es ja mal versuchen, und zumindest wird da ein bisschen was generiert, und da könnten wir vielleicht sogar noch was draus basteln, in irgendeiner Form, also irgendwas geht da bestimmt. Was die Verteilung anging, oder beziehungsweise bestellen, also klar, meine Idee war es jetzt nicht gewesen, dass der Landesverband sich jetzt, keine Ahnung, 10.000 Postkarten bestellt und die dann halt irgendwie in die einzelnen Regionen hin verteilt. Da hätte ich auch keinen Bock drauf, weil ich würde da jetzt auch nicht mit Postkarten in der Gegend herumfahren. Dann tat sich einfach nur so, dass ich quasi eine Hausnummer habe, ungefähr, mit der wir dann irgendwie mandeln können, wo dann halt der P-Shop tatsächlich die dann auch in dieser Größenordnung auch bestellen kann und dann halt zur Bestellung freigeben kann. Oder ob jetzt irgendwelche VKV und jetzt irgendwie sagen, okay, wir wollen jetzt hier 2.000 haben, wie die anderen wollen nur 100 oder nur 20 haben, würde mir ja schon ausreichen, solche Aussagen. Also, daher würde ich euch auch empfehlen, da mitzumachen, um halt einfach dabei zu sein. Allzu große Investitionen würde ich aus denselben Gründen wie Schreibreform euch auch von abraten, weil das Wichtige ist einfach, dass man ein paar Bilder hat, und dafür reichen auch 100 Karten. Gut, danke, Danny. Dann haben wir den Punkt Postkartenaktion an Dorobert auch besprochen. Das war der letzte Punkt auf der Tagesordnung heute. Wenn niemand mehr noch irgendwas Sonstiges hat, irgendwas, was dringend besprochen werden muss, irgendwelche Ideen, Eingebungen oder sonstige Kritik? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann würde ich zum Ende dieser Sitzung kommen. Der nächste Sitzungstermin wäre der 24.05. Der LAVO-NRW zieht sich jetzt noch in den wohlverdienten nicht öffentlichen Teil zurück. Also unsere Sitzung ist noch nicht beendet. Allen anderen danke ich sehr fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Engagiert, sich beteiligen und es sich auch nicht leicht gemacht zu haben. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Und ihr seht, es lohnt sich. Seid beim nächsten Mal bitte wieder dabei. Zur Not auch bei der Sprechstunde, da geht es dann, glaube ich, beim nächsten Mal auch nochmal oder nicht, oder mal sehen. Ganz, ganz lieben Dank an die Isan für das Protokoll, an die Vaku fürs Aufzeichnen. Ich wünsche noch einen schönen Rest Vatertag, einen angenehmen Brückentag und schließe diese Sitzung um Punkt 22.50 Uhr. Und wie gesagt, jetzt geht's ab in den nicht öffentlichen Teil. Dankeschön, Wiedersehen, bis dahin. Jo, bis dahin. Tschüss. Tschüss.